Guten Abend, ich begrüße Sie aus dem Haus für Poesie und zum 11. Mal will ich Sie nun durch 5 Jahrzehnte deutscher und internationaler Lyrik führen, zusammen mit 2 Gästen. Wir tun das wie immer auf den Spuren von Karl Mickel, der dieses Format vor 30 Jahren, den Anfängen dieser Institution erfunden hat. Und die Spielregeln sind fast noch dieselben. 2 Dichter bzw. Dichterinnen versuchen, Gedichte zu benennen, die für sie persönlich, poetologisch oder literaturhistorisch eine besondere Rolle spielen. Mit etwas Glück entsteht daraus auch ein Selbstporträt und wir enden mit einem Gedicht, der eingeladen, das in die unmittelbare Gegenwart führt. Das ist übrigens die letzte Veranstaltung, die wir rein online senden. Ab Mai wird das Ganze vor Publikum stattfinden. Also, Sie haben zum letzten Mal die Gelegenheit, das in dieser Ausführlichkeit auch wahrzunehmen. Meine beiden Gäste sind heute Mara Genschel und Konstantin Ames. Und weil wir alle drei unsere je eigene Beziehung zu dem im Dezember verstorbenen Kritiker Michael Braun haben, wollen wir die Gelegenheit nutzen, ihm über die zahlreichen Nachrufe hinaus diesen Abend zu widmen. Er kannte diese Gesprächsreihe und ich weiß von ihm persönlich, dass er sich unter anderem die Begegnung mit Nadja Küchenmeister und Marcel Bayer angesehen hat, auch um sich Anregungen für sein letztes Buch über Günter Eich zu holen. Ich trete deshalb einen Moment lang zurück und erlaube mir, Konstantin Ames mit dem ersten Absatz eines Artikels einzuführen, den Michael Braun 2011 im Tagesspiegel meiner Zeitung veröffentlicht hat. Ich zitiere: Die Position des Anarchisten, der sprachliche Dekonstruktionsarbeiten verrichtet, war in der Lyrikszene nach dem Tod Thomas Klings lange vakant. Am kompromisslosen Experiment versucht sich nun seit einiger Zeit der aus dem Saarland stammende, 1979 geborene Wahlberliner Konstantin Ames, der als selbsternannter Schnösel vom Literaturinstitut schon einige exzellente Talentproben abgeliefert hat. Dem Literaturinstitut ist natürlich Leipzig gemeint, wo Ames studiert hat. Über, jetzt müsste ich das typografisch zeigen, Stile, sämtliche Landschaften, Welt, das ist nochmal sehr differenziert, hat Michael Braun über dies geschrieben. Ich zitiere wieder: Im Vergleich zum Vorgängerband Stile, Zwischenspiele ist der Ton noch rauer geworden. Die antibürgerlichen Interventionen sind noch rabiater. Auf der nach oben offenen Skala der Verachtung trifft der größte Zorn des Dichters die Bürgerkinddichter, die ihr Leiden an mangelnder Subventionierung mit dem Ausbau des Schmollwinkels kompensieren. Der Autor bevorzugt die Haltung des wilden Sprachanarchisten, der mit dem ganzen Register an Wortwitz, antigrammatischem Furor und einfallsreicher Assoziationskunst gegen eine ideologisch verbiesterte Sprachordnung anschreibt. Im Herbst 2021 ist in der Berliner Edition Noack und Block der abschließende Band dieser Tetralogie erschienen: Lyrik, Glückswürdigkeit, Geeichte und Gedichte in Zeitlupe. Und im Erscheinen begriffen ist der Band Verständnis, Erklärung, 2 Kapitel. Ich weiß nicht, wie man es genau aussprechen müsste. Und auch über Mara Genschel hat... Schon da, wunderbar, noch besser. Auch über Mara Genschel, Ames durchaus geistesverwandt, hat Michael Braun geschrieben und ein Porträt für Zeit Online aus dem Jahr 2015 heißt es: Heretiker sind im Literaturbetrieb eine sehr rare Spezies. Das hat strukturelle Gründe, denn es gibt kaum noch Möglichkeiten, eine Form der radikalen Abweichung, der stroffen Dissidenz zu finden, mit der man sich abgrenzen könnte von einem alle Gegensätze verschluckenden Kulturkonformismus. Ein großes Wohlgefallen, das sich als kulturelle Liberalität drapiert, deckt alle Widersprüche und literarische Frontenbildungen zu. Und weiter: Als Künstlerin ist die große Neinsagerin trotz ihres Ausstiegs aus der kleinen Lyrik-Community weiterhin sehr präsent, weil sie ihre Texte in von ihr selbst produzierten Heften veröffentlicht, die sie in einer Kleinstauflage von 50 Exemplaren vertreibt. www.referenzfläche.com. Genschels Referenzfläche, die in Auszügen auch im Materialband wiedergegeben wird, ist als Work in Progress angelegt. Und dann wird beschrieben, wie das funktioniert. Radikaler Reduktionismus ist hier Programm. Und es gibt ganz viele Bücher von ihr, kleinste Bücher bei Rough Books und bei der Brüderich Press. Wir kommen vielleicht noch darauf zu sprechen. Und natürlich hat sie im vergangenen Jahr am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb teilgenommen. Und ich glaube, dass ein Teil dieser Häresie und dieses Anarchismus sich auch in der heutigen Auswahl spiegelt, in vielen renitenten Figuren,
und innovativen Figuren. Und wir beginnen mit Renate Rasp, die beide hier sehr schätzen. Konstantin Ames hat den Nachruf vor einigen Jahren auf sie geschrieben, seine Veranstaltung mit Maren Kames und Michael Lenz, seinem Lehrer, hier schon einmal stattfinden lassen. Gegenwartsproof, aber ausgewählt hat sie Mara Genschel. Gegenwartsproof, was macht so viele Jahre nach ihrem Tod Renate Rasp immer noch zu einer gegenwärtigen Person? Ja, danke schön. Ich würde gerne, bevor ich zu Renate Rasp komme, etwas Grundsätzlicheres sagen zu meiner Auswahl. Und zwar habe ich mich dagegen entschieden, hier für dieses Format, ich weiß nicht, ob ich mich damit an die Spielregeln gehalten habe, nicht unbedingt nur die Texte auszuwählen, die mich sozusagen persönlich seit Jahrzehnten begleiten, sondern ich habe das eigentlich eher als Anlass oder Einladung interpretiert, ein bisschen gegen meinen eigenen Kanon zu arbeiten. Der auch, oder gegen meinen eigenen Geschmack. Und dabei auch gemerkt zum Beispiel, dass mein persönlicher Kanon sehr stark von männlicher Literatur geprägt ist. Also ja, ich geguckt, wo sind Frauen, die mich interessieren und mit denen ich mich immer mal eigentlich mehr beschäftigen wollte. Und deswegen bin ich auch nicht sozusagen in jedem Bereich hundertprozentig firm, was wahrscheinlich keiner ist. Habe aber da auch gemerkt dann, dass bei diesen Frauen, die ich sozusagen aus diesen verschiedenen Gründen irgendwie mir zusammengesucht habe, eigentlich auf eine Weise ziemliche Schnittmengen bestehen. Und die haben dann schon damit zu tun, dass irgendwie sozusagen die Dichterin immer noch ein Stück weit an prekäreren Linien arbeitet als viele männliche Kollegen aus verschiedenen Gründen. Also verschiedene Formen von noch mal prekärerer Daseinsform sozusagen und Arbeitsform. Und ist natürlich immer auch dann gerne verbunden mit der Figur, mit der Persona. Und die ist bei Renate Rasp bekannter oder unbekannterweise eine Art, fast schon definitorische Größe. So, wenn man über Renate Rasp, wenn man Renate Rasp googelt, dann kommt so ungefähr als erstes immer das Wort barbusig, also dieses fürchterliche Wort barbusig wird dann immer in diesen Diskurs hineingeschleust, also injiziert. Und natürlich geht es darum, um den Frauenkörper und natürlich geht es darum, dass sie sich irgendwann abgewendet hat. Und ich habe dieses Gedicht deswegen jetzt nicht ausgewählt, um den Werkkomplex Renate Rasp jetzt hier zu reaktivieren, weil ich glaube, dass das wird an anderer Stelle gemacht schon auch und auch in diesem interessanten Abend mit Michael Lenz und Konstantin Ames und Maren Kames. Aber ich fand das sozusagen paradigmatisch für eine Formel der eine, sagen wir mal, eine Kampfformel in Bezug auf die, den Diskurs über den weiblichen Körper vielleicht in den 70er Jahren, der hier ganz gut auf den Punkt gebracht ist. Das Gedicht heißt, nennt man das Hybris. Und es hat irgendwie einen seltsamen Rätselcharakter ohne Auflösung, so würde ich das sagen. Es beginnt mit du hast mir einen schönen Körper mitgegeben, doch er ist längst nicht gut genug. Du hast ihn zum Vergehen bestimmt, zur Furcht, mein Lieber. Warum? Wozu? Was war der Witz? Es ist mein Los, mein Chef,
zu sagen, auch wenn da eine Nulpe sitzt. Warum bist du mein Chef? Du hast dir einen Witz mit mir erlaubt, mein Freundchen. Und jetzt kommt der Witz auf dich zurück. Und wenn ich komme, sage ich zu dir, mein alter Freund, worüber war der Witz? Wir müssen, glaube ich, über zwei Dinge sprechen. Über das Gedicht in einer Sekunde, aber noch über die Figur ganz kurz. Sie haben ein paar Stichworte genannt, die jetzt keiner auflösen konnte, nämlich das Wort barbusig. Also es hat damit zu tun, dass sie bei der Frankfurter Buchmesse einmal oben ohne aufgetreten ist, was natürlich einen Riesenskandal ausgelöst hat und sie überhaupt als großes Skandalnudel gilt. Literaturskandal ist einer dieser großen Bände, in dem sie von einer kanadischen Literaturwissenschaftler auch noch einmal bedacht wird und einer feministischen Rettung unterworfen wird. Also vor vielen, vielen Jahren hat das schon stattgefunden. Ich habe hier auch noch ein Bild aus dem Spiegel hier. Man sieht es hier, das ist nicht ganz barbusig, aber mit schweren Kajal untermalten Augen und auch sehr hippiesk, freizügig aus dieser Zeit. Das hat sie gemacht. Sie war aber auch hochgeschlossen bei der Gruppe 47 in der Fränkischen Schweiz dann zugange. Also sie hat, glaube ich, einen Sinn für Auftritte gehabt und tatsächlich immer zusammen mit Körpern. Und sie hat sehr viel über weibliche Körper geschrieben, aber auch sehr viel über männliche Körper. Und das ist ein Gedicht aus diesem Band hier. Da sieht man sie ganz anders, also eine junge, hübsche Frau. Gott, das können Sie doch nicht sagen. Sie können doch nicht junge, hübsche Frau sagen. Alles, was Sie machen, ist gerade genau das reproduzieren, was ich versucht habe aufzulösen. Sie haben jetzt sozusagen, Entschuldigung, dass ich da jetzt sofort sehr emotional werde, aber Sie haben genau das jetzt wieder reproduziert. Ich habe nur das Wort barbusig gesagt. Ich habe nicht diesen daran hängenden Skandal noch mal mit aufwärmen wollen. Diese Emotionalitäten, wenn ich mich jetzt mal einschalten darf, weil ich noch gar nichts gesagt habe. Und ich hätte auch ein Gedicht von Renate Rasp ausgewählt. Allerdings hätte ich nicht so eine kluge Auswahl getroffen wie du, Mara. Diese Emotionalität wollte Renate Rasp auslösen, da gebe ich Gregor Dotzauer recht, aber sie wusste auch genau, welche Triggerpoints sie findet und dass sie dadurch spaltet. Diese Spaltung wollte sie mit einer großen Wahrscheinlichkeit, und bei der Gruppe 47 sprach niemand geringerer als Günter Grass über sie das Lob-Verdikt. Man sei da von einer jungen Dame, genau in dieser Wortwahl, daher emotionalisiert es auch so, an die Wand geschrieben worden. Ich bin mir sicher, dass das ist meine Interpretation. Ich habe auch barbusig geschrieben in diesem Nachruf in der FAZ, ohne dass ich damit etwas Sexistisches anrichten wollte. Mir ist aber bewusst, dass es so gelesen wird. Und die eigentliche Frage, auf die wir hin wollten, zumindest mal kurz die streifen wollten, war die Gegenwarts-Proofness von Renate Rasp antippen. Und ich würde sagen, sie erschöpft sich sicherlich nicht darin, dass sie skandalfähig war. Sie erschöpft sich sicherlich eher darin, dass es in diesem Jahrzehnt nach 68 bestimmte Emotionalitäten geben musste, geben sollte, und dass heutzutage nach dem Backlash der 80er, der Kohljahre, der 90er Kohljahre, der Merkeljahre eine Ermüdung eingetreten ist, was diese Diskurse angeht, und diese Ermüdung muss aufhören. Insofern verstehe ich, wo die Ermüdung herkommt, und auf der anderen Seite, weil es Menschen gibt, die es durchdiskutiert haben, und andere, die Punkte sehen bei Renate Rasp, Stichwort wäre Femen, den Körper als politische Waffe in der Öffentlichkeit einzusetzen, unabhängig von der Kunstsparte. Und ich glaube, da ist das Missverständnis. Renate Rasp ging es vielleicht nicht in erster Linie darum, Literatur zu promoten und die Distribution anzuschieben ihrer Bücher, sondern tatsächlich ein Statement zu setzen. Und sie wäre als, das ist meine Meinung, als Performance Artist wahrscheinlich ja. Sie war ja auch erfolgreicher gewesen. Und zwar nicht erfolgreich im Sinne von Einträglichkeit, sondern erfolgreich im Sinne von, sie hätte mehr für die Sache bewegen können, für die sie auftrat. So wurde sie falsch gelesen. Naja, aber das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen der Vorwurf an sie, dass sie sozusagen irgendwie die falschen paradigmatischen Shifts sozusagen für sich entschieden hat. Und sie war ja auch an der Kunsthochschule oder an mehreren, glaube ich, in der Akademie hier in Berlin. Also sie hat einfach ein Kunststudium
Schauspielstudium hinter sich und die hat auch ein Schauspielstudium hinter sich. Also die ist mit diesen Performance-Wassern gewaschen, definitiv. Die wird gewusst haben, was sie tut. Aber vielleicht wurde sie trotzdem darin falsch gelesen. Und das ärgert mich darin jetzt so, dass man sozusagen mit ihrem Namen verknüpft dieses Image, dieses Bild, womit sie vielleicht auch einfach tatsächlich ein Statement setzen wollte, aber vielleicht nicht eins, was sozusagen sie komplett reduziert auf diesen weiblichen Körper und dass sie sich komplett abgewandt hat. Weiß ich auch nicht, ob das sozusagen nicht dafür sprechen könnte, dass sie mit ihrer Sprache, und zwar auch der Bildsprache, aber vielleicht auch sozusagen ihrer rein poetischen Sprache, nicht, einfach nicht durchgedrungen ist, weil es diese Rezeptionsmuster eben so gibt, die so verhärtet sind, dass man sie automatisch auf das Stichwort Babu sich reduziert. Selbst. Naja, also daran, das muss ich mal dazwischen gehen. Also daran ist sie nun wirklich selber auch schuld. Was heißt, sie wird nicht reduziert. Das wäre ja die Frage. Aber es ist, wieso ist sie selber schuld, nur weil sie mit freiem Also Körper wenn ich auf die Frankfurter Buchmesse gehe und mit nacktem Oberkörper, dann weiß ich, was ich anrichte. Das funktioniert heute noch. Und wir haben einen völlig anderen Kontext, wenn wir jetzt ans Ende der 60er Jahre gehen und zu sagen, das war ein Prä-Femen-Movement, was sie da initiiert hat, das finde ich geht ziemlich weit. Und es hat insofern sehr viel mit ihrer Dichtung zu tun, als diese Dichtung sehr körperbewusst war. Ich habe schon vorhin gesagt, es betrifft weibliche Körper, das betrifft dieses Gedicht, über das wir gleich sprechen müssen, aber es betrifft eben auch Frauenbilder, Männerbilder. Und es betrifft auch einen Zug, den wir hier überhaupt nicht mitkriegen. Also es geht wirklich auch um sadomasochistische Aspekte, die in ihren Gedichten eine große Rolle spielen. Also das ist von wie einige andere Gedichte von geradezu erschreckender Harmlosigkeit im Gegensatz zu dem, was sie konnte. Also sie hatte mindestens zwei Seiten. Ja? Und ich möchte jetzt kurz vielleicht über dieses Gedicht sprechen und fragen, worum geht's denn da überhaupt? Also wir haben da, glaube ich, durchaus unterschiedliche Lektüren. Ich finde es gar nicht so rätselhaft. Das Ding heißt, nennt man das Hybris. Und die Hybris ist natürlich, dass sich selbst aufwerfen gegenüber einem Gott als Mensch. Und ich finde, das ist ein Zwiegespräch mit Gott. Oder lesen Sie das ganz anders? Nee, also definitiv, ich lese da auch Gott drin, aber ich lese da eben verschiedene Männerfiguren drin. Also das erstmal sehe ich auch ganz stark den Vater. Also einerseits ja eine Schöpferfigur, du hast mir diesen Körper mitgegeben, aber es kann ja auch reines Genmaterial sein. Also es kann auch sehr gut einfach sozusagen der Vater da angesprochen sein. Ich glaube, die Vaterfigur ist für sie auch eine zentrale Figur. Zentrale, wichtiges Material sozusagen. Er war Schauspieler, das muss man nachreichen. Er war Schauspieler, genau. Und da ist natürlich dann die Frage, die so relativ zentral dann im Gedicht wirklich Zentrum doppelt sozusagen markiert ist. Und zwar einerseits mein Chef mit Anführungsstrichen hervorgehoben. Und darunter, direkt eine Zeile drunter, im selben Zusammenhang, das seltsame, etwas datierte Wort Nulpe. Die Frage ist, also für mich ist das jetzt gar nicht mal so sehr eine Frage, sondern das wäre ganz klar so eine Trias aus tatsächlich vielleicht sowas wie Chef, also irgendwie eine Art Vorgesetzter, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da auch so eine Ansprache gibt. Dann eben Geliebter und sowas. Vater und sogar viel Gott natürlich irgendwie auch. Und was ich meine, warum ich das verrätselt finde, weil ich sozusagen die grammatikalische Struktur oder eigentlich auch die argumentative Struktur in diesem Gedicht nicht so ganz aufgelöst sehe. Aber ich finde, das hat darin wie so eine Art inverse Witzform. Also das Gedicht nennt ja dreimal das Wort Witz und behauptet ja von sich, nicht ein Witz zu sein, performt aber wiederum eigentlich einen Witz darin, dass zum Beispiel am Ende diese Frageform kommt, das kennt man ja von Witzform, und wenn ich komme, sage ich zu dir, mein alter Freund, worüber war der Witz? Also so nach dem Motto, es gibt eine Leerstelle am Ende, es ist eigentlich eine Art Vakuum, eine Art Sinnvakuum hier hergestellt und ist sozusagen nicht aufgelöst. Das finde ich... Das finde ich sozusagen performativ, glaube ich, interessant, auf einer sprachlich performativen Ebene. Was sagt sie hier? Was redet sie hier genau? Sie stellt diese Fragen, warum, wozu, was war der Witz? Warum bist du mein Chef? Und das wird alles eigentlich nicht beantwortet. Und das wird sozusagen nur mit weiteren Fragen verkompliziert als Situation, als sprachliche Situation. Deswegen habe ich Rätsel gesagt. Wir isolieren diesen Text. Wir machen das, was jeder gute Hermeneut macht und auch tun muss. Aber wir begehen den Fehler, dass wir dadurch Zusammenhänge ausblenden, die es in diesem Band
aus dem du das Gedicht ausgewählt hast, Mara, sehr wohl gibt. Eine Korrespondenz dazu zu diesem Gedicht wäre, warum man Hexen verbrannt hat. Ich habe den Titel jetzt nicht. Darum haben sie Hexen verbrannt. Diesen Text hätte ich, wenn es darum gegangen wäre, nicht die Kollegin, die ich ausgewählt habe, vorzustellen, dann wäre es das Gedicht von Renate Rasp gewesen, was ich ausgewählt habe, was ich auch bei dem Abend 2017 mit Maren Kames und mit Michael Lenz besprochen habe. Was ich besser durchgearbeitet finde, dieses hier hat einen Palando-Ton, das ist für die 70er Jahre überhaupt nicht ungewöhnlich, es ist neue Subjektivität. Ich möchte das nicht werten. Du spielst es jetzt aber gerade gegeneinander aus und ich habe jetzt sozusagen dieses Ich sage nur, warum mir dieser Text, warum, darum haben sie Hexen verbrannt. Der ist zielgerichteter, der ist ökonomischer. Er geht genealogisch vor. Er packt das Übel an der Wurzel. Und hier verheddert sich dieser Text in Situativität scheinbar, wenn man ihn nicht dreiteilt. Das wäre mein Vorschlag. Die ersten vier Zeilen, die sind an den Vater gerichtet. Dann wird die Vaterfigur, die vielleicht, das ist eine Interpretation, eine Spekulation, die in dem Geliebten, vielleicht in dem Chef, mit dem man Techtelmechtel hatte, gesucht wird, als Enttäuschung wahrgenommen. Es wird sozusagen eine Spiegelung vorgenommen. Diese Spiegelung funktioniert nicht. Dieser Kerl ist nicht wie ihr Vater. Das ist ein Dreckschwein. Eine Nulpe. Ich kenne das Wort übrigens noch, aber datiert ist es sicherlich nicht mehr so im Gebrauch, wie es das mal vor 20 Jahren war. In den 70ern war es offensichtlich Marker, ein Zeitmarker. Ja, okay. Es geht ja auch darum, ist es typisch für die 70er Jahre und ich würde sagen, ja, perfekt ausgewählt. Also ich finde es interessant, den Hinweis auf den Vater. Ich kenne diese familiären Konstellationen nicht, möchte nur darauf hinweisen, dass sie in ihrer Prosa, die ja das dichterische Werk eigentlich noch bei weitem überwölbt, auch auf diese Dinge eingegangen ist. Mal mit großem Erfolg in den Anfängen. Sie kommt ja, wie es immer heißt, aus der Schule von Dieter Wellershoff, wenn man das so sagen kann. Und wurde von Handke verrissen. Handverrissen. Ich auf jeden Fall gibt es ein mannigfaches Spektrum von Herren, die sozusagen ihr Leben in irgendeiner Form geprägt haben oder auch sozusagen gestaltet, definiert, interpretiert und dokumentiert. Und das, wenn ich das richtig verstanden habe, setze ich das ja bis heute fort, dass da genau das passiert. Und deswegen finde ich das eigentlich ein sehr spitzes und scharfes Gedicht. Dieses, genau das benennt sie, dass es sozusagen Herren sind. Das ist performative. Verschiedene Formen von Männer sind, die sie in einer Weise, die ihren Körper in einer Weise bestimmen oder darüber bestimmen, wie sie gesehen wird und wie sie gelesen wird. Was ich interessant finde, ist Hybris, nennt man das Hybris, dass man das automatisch auf den Text bezieht, dass man automatisch sich fragt als Leserin, ist dieser Text sozusagen Hybris? Ist das, was hier als Text folgt, Hybris? Mhm. Aber man kann das eben genauso umklappen und sagen, ist das nicht Hybris, was dieser Chef, diese Nulpe da performt, sozusagen in Bezug auf mich? Das ist ein nicht normalistisches Gedicht, würde man heute sagen. Aus einer bestimmten Warte heraus, Jürgen Link hat da ja eine sehr ansprechende, wenn auch anstrengende Lektüre vorgelegt, dieser Arten, Wirklichkeit so zuzubereiten und zu Komplexität zu reduzieren, dass man auf bestimmte, ja beinahe naturrechtliche Dinge, Gott wurde ja von Ihnen ins Spiel gebracht, tatsächlich beinahe solche Zusammenhänge wieder sehen möchte. Ich möchte das jetzt aber nicht vertiefen, weil wir haben noch was anderes vor. Wir haben ganz andere Dinge noch vor, aber trotzdem wäre es interessant, dieses ganze Feld von Texten zu sehen. Also der vergehende Körper, finde ich, ist wichtig, den kriegt man mit dem Vater allein nicht zusammen, sondern mit dem ganz großen Vater, mit Gottvater. Und es gibt auch Gedichte, ich habe mich zum ersten Mal etwas länger mit ihr beschäftigt, jetzt wirklich von ganz fast naive Liebessehnsucht. Also wenn sie sagt, ja, ich muss oder kann fünf Männer lieben, weil bei jedem ist was Bestimmtes dabei, was mir gefällt und ich brauche alle. Ich meine, das sind ja fast so Teenager-Fantasien, die sich da austoben. Also ich staune einerseits über dieses ungeheuer erwachsene, gegen sich selbst gerichtete Grausame und eine gewisse Naivität, die sich übrigens auch, und das wäre noch interessant zu untersuchen, auch auf Männerkörper richtet. Aber Polyamorie, das jetzt nur kurz hinterhergerufen, ist ja doch auch ein Lebenskonzept der heutigen Zeit. Also das ist ja nichts, was man nur in den 70ern als Nachklang für 68, das wird ja gerade wiederentdeckt. Also gerade das Blödsinn, seit 10 Jahren ist das
im Gespräch. Ich wurde auch schon mal gefragt, warum ich denn eigentlich mich nicht dazu bekennen würde. Hm. Weil das niemandem was angeht. Punkt. Ja, es geht nur um das Theoretische. Könnte ich jetzt aber. Im Prinzip grad, aber. Ja. Ach Gott, naja. Also Polyamorie ist das, was da verhandelt wird, ein großer Begriff. Und heute ist es auch so ein Label. Also das, ich glaube, wir kommen zur Polyamorie auch in ganz anderen Kontexten heute. Ja. Aber jetzt zu einer Wiener Sprachexperimentatorin, die ja auch schon mal zu Gast war, Liesel Ulvary, die spielt für Monika Rink und für Ann Cotton eine große Rolle, in der Slowakei geboren, aber in Wien zu Hause mit einem breiten Werk, auch Fotografie, Musik gehören zu ihren Künsten. Aber wir hören sie jetzt hier mit einem Gedicht. Ja, und zunächst mal muss man den Clever Verlag loben, der dieses Buch neu herausgegeben hat oder wieder aufgelegt hat 2017. Das Nachwort, sie wurde schon erwähnt, hat Ann Cotton beigesteuert. Sie, Liesel Ulvary ist gemeint, ist offenbar nicht nur für die genannten Kolleginnen aufschlussreich, sondern auch für mich. Ich halte es einerseits für ein sehr typisches Buch der 70er Jahre, vor allen Dingen ein sehr typisch österreichisches Buch. Diese Art von Verspieltheit hatte es in Deutschland immer sehr, sehr schwer. Wir können uns nicht auch noch mit Österreich befassen, twitterte mal oder facebookte mal jemand, dessen Namen ich strategisch vergessen habe. Überraschende Ähnlichkeiten ist der Titel dieses Gedichts von Liesel Ulvary. Überraschende Ähnlichkeiten. Ein Gesicht wie ein Bauch. Ein Bauch wie ein Gasherd. Ein Gasherd wie eine Tulpe. Eine Tulpe wie eine Kuh. Eine Kuh wie Packpapier. Packpapier wie ein nasses Handtuch. Ein nasses Handtuch wie ein Laib Brot. Ein Laib Brot wie ein Kuss. Ein Kuss wie eine Fichte. Eine Fichte wie ein Esslöffel. Ein Esslöffel wie ein Ofenrohr. Ein Ofenrohr wie eine Träne. Eine Träne wie Auspuffgase. Auspuffgase wie Maresi-Alpenmilch. Maresi-Alpenmilch wie rostige Nägel. Rostige Nägel wie ein Kopfpolster. Ein Kopfpolster wie eine Hose. Eine Hose wie ein Sonnenuntergang. Ein Sonnenuntergang wie Gummistiefel. Gummistiefel wie Emmentaler Käse. Emmentaler Käse wie ein Schneefeld. Ein Schneefeld wie ein Gesicht. Original erschienen, oder nicht original erschienen, zuerst erschienen 1977, ein Jahr vor dem Text aus dem Buch von Renate Rasp, oder wie das Buch von Renate Rasp, so rum, in einer Situation, in der in der Bundesrepublik West, muss man sagen, für die DDR gelten andere Moden und andere Vorgaben, als in der alten BRD die neue Subjektivität, das Stichwort fiel eben schon, herrschte, in der es darum ging, Subjektivität zum Ausdruck zu bringen, in der es da auch darum ging, Innenwelten, die durch Theorie nach 68 zurückgedrängt wurden, wieder zum Ausdruck zu bringen, sich zur Schönheit zu bekennen, ästhetisch zu leben, aber nicht unter den Vorgaben einer Ideologie, sich ideologiefrei zu machen, bestimmte Moden wieder zu entdecken. Und Liesel Ulvary arbeitet mit Sprache. Das machen fast alle Österreicher. Es gibt sicherlich Ausreißer. Das möchte ich gar nicht bewerten. Das steht mir gar nicht zu, weil ich nicht in Österreich lebe und die Problematiken dort nicht kenne, in der Weise, wie ich sie kennen müsste, um dazu was sagen zu dürfen. Aber Liesel Ulvary arbeitet mit Sprache derart, dass sie Ideologie zerknüllt, auseinanderbreitet, zerreißt, wieder zusammenklebt, Collagen macht, aber nicht so wie Franz Mohn. Erster Name, der mir dazu einfällt. Wir werden noch jede Menge Frauen hören oder sehen, die konkrete Poesie uns geschenkt haben, uns damit beschenkt haben. Liesel Ulvary beschenkt uns damit, den Alltag durchzuarbeiten, durchzukneten. Dieser Alltag ist nicht nur ein 70er-Jahre-Alltag. Das könnte man auch nicht eins zu eins, sicherlich nicht. Es gibt ja bestimmte Warenwelten. Maresi-Alpenmilch gibt es heute wohl noch.
bestimmte Warenwelten werden wahrgenommen, sie werden ins Gedicht gebracht, sie sind gedichtwürdig, es wird auch nicht erklärt oder, also das überhaupt, das bewundere ich an den österreichischen Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, sie erklären nicht, sie machen einfach. Das ist Poesie. Nicht, ich brauche erstmal ein Traktat, muss es erstmal durcharbeiten, am besten noch in der Doktorarbeit und dann lege ich euch die Ergüsse vor, ihr werdet es natürlich erstmal nicht verstehen, aber dann seid ihr halt so doof. So geht kein österreichischer Autor vor. Konstantin. Punkt. Jetzt habe ich genügend ja? Hommage gebracht und auch schön schwarz-weiß gezeichnet. Frage. Bitte. Wenn man das jetzt als Inventar lesen würde, ja. Ne? Du hast es ja sehr eigentlich aufgeladen, auch sozusagen eine Varianz reingebracht, eine emotionale im Bewerten. Ja, das emotionalisiert mich. Das hat mich gewundert, auch. Weil man könnte es ja auch ganz neutral lesen als Liste. Ja. Ne? Ja. Ich finde in Bezug auf diese, was eben schon beim Wort Nulpe eben war, diese Frage der Datiertheit oder also eben irgendwie der Markierung eines bestimmten Jahrzehnts, finde ich, sind hier auch sichtbar. Also sozusagen man kann relativ präzise, finde ich, das Jahrzehnt einkreisen anhand dieser Wörter. Ich frage mich, also nicht alle, aber einige, ich frage mich, ob du das auch das Österreichische darin archiviert siehst. Ich möchte es überhaupt erstmal nicht so segregieren. Wir sollten, also das war ja eine Idee, dass man nach national und international, du hast es nach deutschsprachig. Ja, du hast jetzt gerade das Österreichische ganz besonders betont und das Spracharbeiten. Ja, aber es ist dort selbstverständlicher, diese Art von Literatur vorzulegen, ohne dass man dafür gleich für beknackt gehalten wird. Das ist in Deutschland nicht so einfach. Und insofern hat das ein bisschen was Elysisches. Es bietet ja auf jeden Fall irgendwie eigentlich so eine Art also Inventarliste. Man könnte es als Einkaufszettel, als Teil eines Einkaufszettels verstehen. Metaphersammlung. Ja, ich sehe eigentlich noch was ganz anderes drin. Also allein an der Wortliste kann ich nichts Österreichisches erkennen. Nee. Sie haben die ganze Breite Ihres Werks so ein bisschen anskizziert. Da sieht man natürlich vieles, auch die Tradition, die man sich stellen könnte, wieso sie auch heute anschlussfähig ist, wie man das so nennt. Ja. Aber das ist für mich nun vor allem ein Blick in das innere Getriebe von Gedichten, die auch vergleichen basieren und das auf eine sehr spielerische Weise, weil dieses Gedicht beißt sich ja am Ende in den Schwanz. Ja, es ist ein Loop. Das ist ein Loop oder wie immer man das nennt. Und ich muss natürlich sofort denken an Probleme der Lyrik von Gottfried Benn, die Marburger Rede, wo er einen ganzen Absatz drüber hat, wie schrecklich Vergleiche sind. Sowieso wie. Ja, und er sagt, in der Regel ist es ganz schrecklich, Vergleiche zu machen. Und manchmal, aber außer bei Rilke zum Beispiel, funktioniert das ganz gut. Also das ist so ein sehr kleiner Einblick ins Getriebe, in die Mechanik von Gedichten, auch die ich hier lese. Unter anderem, ja. Nun müssen wir aber auch die Jahrzehnte, in denen Rilke und Benn über Vergleiche befunden haben, mit dem Jahrzehnt hier nochmal abgleichen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Liesel Ulveri, ich habe mit ihr darüber nie gesprochen, wie ich mich auch mit ihr überhaupt noch nie unterhalten habe, dass sie diese Rede von Benn kennt, dass sicherlich da auf möglicherweise angetippt wird, wobei ich glaube, sie kennt die vielleicht interessantere osteuropäische, namentlich russische Literaturtradition. Sie hat ja auch, und nicht nur die offiziellen Dichter, die man gefälligst für gut finden muss, sondern sie war eine der ersten, die Poesie-Anthologie herausgegeben hat. Und von daher die Möglichkeit, Dinge zusammenzuziehen, Sprachstrukturen zu vereinfachen, das wird hier nicht nur verballhornt, sondern das wird in einer Weise problematisiert, die ich nicht nur lustig finde. Natürlich ist das Gedicht lustig, man kann es auch in verschiedenen Tempi lesen. Man kann es runterrattern, wie ich das jetzt gemacht habe, aus pragmatischen Gründen. Man kann das über Stunden ausdehnen. Es ist halt auch so. Und wiederholen auch, vor allen Dingen. Es ist so banal, ne? Einerseits sozusagen vermeintlich banal, also es geht um. Aber wir haben ja das Angebot und wir glauben der Autorin, der Dichterin namentlich erstmal, dass es überraschende Ähnlichkeiten sind. Mhm. Überraschend ist es ja erstmal, dass man nicht überrascht ist. Dass man könnte sich also verkohlt, veräppelt oder wie auch immer man sagen möchte, fühlen. Wiederum das Problem ist, dass es in einem Zusammenhang steht, dass hier Arbeitsschritte vorgenommen werden. Ich kann jetzt nicht dieses ganze Buch referieren, das ist auch nicht möglich. Gute Bücher kann man nicht referieren, sofern es sich um Poesie handelt. Diese Rede von Benn baut natürlich auf Einverständnissen auf, die höchst problematisch sind. Die
problematisierenden Probleme der Lyrik, müsste das heißen heutzutage. Die Weise, wie man es vortragen kann, macht es besonders. Banal gibt die Möglichkeit, was draus zu machen. Wenn es nur banal ist, wenn es nur ein Einkaufszettel ist, ist es ja nicht nur. Wir haben ja verschiedenste Bereiche. Dann wird es schwer. Aber das ist ein sehr poetisches Prinzip, finde ich, dass sozusagen banales Material in einen Zusammenhang oder eng geführt wird, dass es tatsächlich irgendwie Funken schlägt. Und in diesem Fall nicht in dem Sinne, wie es bei Thomas Kling Funken schlägt, sondern in einem also anarchischen, sehr eigentlich, ich würde fast sagen, so einer bestimmten Abgefucktheit. Natürlich ist da was Zärtliches und Liebevolles dabei, also wie man vielleicht liebevoll in die eigene unaufgeräumte Wohnung blickt. Aber es ist halt andererseits auch so ein bisschen eine Absage, finde ich, an bestimmte geladene Engführung in der poetischen Praxis, vielleicht auch der. Eine Absage, die dich gähnen lässt, oder eine Absage, von der du denkst, das schaue ich mir nochmal an? Ich finde es super, natürlich, ich finde es total gut. Ja. Gut, ein Sandkorn von einem Kontinent, Liesel Olvary, in die man wirklich tiefer hineingucken müsste. Und ich will gar nicht zu Ben zurück unbedingt, aber hinter dieser Problematik verbirgt sich natürlich die Frage, was heißt überhaupt vergleichen? Was ist ein Vergleich? Was darf man miteinander vergleichen? Mhm. Also das sind natürlich die tiefergehenden philosophischen Fragen, die man, glaube ich, auch durchaus überzeitlich stellen kann oder für jedes Jahrzehnt neu. Wir wechseln nach Amerika zu Diane DePrima. Ich kenne sie aus der Anthologie Acid, die Regula und Brinkmann damals rausgegeben haben. Da bin ich, glaube ich, zum ersten Mal begegnet, wie ich überhaupt alle Beats damals gelesen habe. Sie war eng befreundet mit Jack Kerouac und Allen Ginsberg und war aber mit vielen anderen auch zugange. Revolutionary Letters. Es gibt es übrigens auch auf Deutsch. Und auch ihre erotischen Memoiren. Also wir kommen jetzt gleich wieder zu Polyamorie, die auch in diesem Gedicht vielleicht eine Rolle spielt. Wo sind Sie zum ersten Mal Diane DePrima begegnet? Ich weiß nicht, weil ich ihr zum ersten Mal begegnet bin. Ich bin auf jeden Fall noch mal hellhörig geworden, weil Sean Bonney, wir haben uns eine Weile mit Sean Bonney beschäftigt. Der nachher noch kommt, ein Engländer. Hübschen. Mhm. Und Sean Bonney ist eben irgendwie ein sehr großer Bewunderer von ihr. Und ich wollte einfach, wie gesagt, ich habe das ja auch schon mal kurz anskizziert, mich mit Sachen beschäftigen, wo die eigentlich nicht auf meinem Schirm sind sozusagen. Und deswegen habe ich mir diese Revolutionary Letters besorgt. Ich glaube, dass, also die sind jetzt hier, das ist sozusagen eine Jubiläumsedition, die nochmal vor einem Jahr oder zwei Jahren oder so nochmal rausgekommen ist bei City Lights. Und das ist auch schon sozusagen so ein bisschen die Pointe, dass nämlich diese Revolutionary Letters gar nicht bis zu ihrem Lebensende sozusagen immer fortgesetzt worden sind von ihr, wenn auch sporadisch sozusagen. Und es eigentlich einen Körper bildet, ein Gedichtkorpus, der im Prinzip immer weiter wächst. Also der lebt, das sagt sie eben auch, Poetry oder eben Revolution as Poetry is an living entity. Also das bewegt sich eben irgendwie weiter, genau wie diese Notwendigkeit sozusagen, diese adressierten Texte, sage ich jetzt einfach mal, eben weiter zu formulieren für die Öffentlichkeit. Und ja, vielleicht sage ich auch noch kurz, bevor ich das so hier auch vortrage, im weitesten Sinne, noch was zu diesem, zu der Form dieser Texte. Also sie nennen sich ja Letters, also Briefe. Sie sind in jedem Fall, funktionieren sie adressiert. Also sie sind eigentlich auch in gewisser Weise, wenn man so will, Gebrauchsgegenstände für Demos, für Kundgebungen. Die sind sozusagen dafür gemacht, dass sie wirklich live gelesen werden, dass sie auch live irgendwie erfasst werden, dass sie sozusagen im Moment des auf der Bühne gesprochen Werdens dann eben irgendwie auch was, dass sie irgendwie greifen und was auslösen. Das ist eben das eine.
bei Ihnen. Und dann das andere ist, dass die eine, glaube ich, sehr interessante Distributionsgeschichte auch haben, weil die sind, wenn ich es richtig verstanden habe, so in verschiedenen Zeitungen gespreadet worden. Also irgendwie habe ich das aufgeschnappt in einem Interview. 200 verschiedene Independent Radical Newspapers waren sozusagen immer wieder damit bestückt. Die sind in die Welt gegangen, die sind als Handouts sind die verteilt worden. Und eben, wie gesagt, unabgeschlossen. Das heißt, dass sie das für sich auch so verstanden hat, dass das eine Arbeit ist, die keine letztendlich final und auch kapitalisierbare Buchform haben muss, so, um als Poesie dann zu funktionieren. Und das finde ich sehr inspirierend. Auch sozusagen, das hat so Vorbildcharakter eigentlich, finde ich. Was ich jetzt hier ausgewählt habe, den ist der Revolutionary Letter Nummer 39. Den habe ich völlig random sozusagen aus dieser Sammlung rausgegriffen, weil mir da einfach so ein paar Keywords sozusagen gefallen haben und sich auch so ein bisschen in Zusammenhang setzen lassen. Extinction, Rebellion und einfach so bestimmte Diskurse, die jetzt gerade auch wieder total akut sind. Das muss man aber sagen bei ihren Arbeiten generell, dass das im Prinzip fast eins zu eins jetzt wieder Thema ist bei den bei allem, was man jetzt eben an Protestformen jetzt wieder akut hat, Lützerath und überhaupt Last Generation und die ganze Klimabewegung, das ist da alles sozusagen vorweggenommen. Das Einzige, was sozusagen als Einwand vielleicht heute so ein bisschen Schluckreflexe auslöst, ist, dass sie eben auch aufgrund ihrer anarchistischen Hintergründe, also ihr Großvater war ein berühmter Anarchist, der Domenico Malozzi, ne? Und sozusagen in anarchistischen Kreisen einfach sehr, sehr bekannt gewesen und hat sie total geprägt. Das heißt, sie hat da sozusagen anarchistische Zugriffe auch, die dann so etwas hervorbringen wie eine starke zum Beispiel Impfskepsis oder so eine Skepsis gegenüber der Pharmaindustrie. So. Und das sind vielleicht Sachen, wo sie heute, ich glaube, da wurde sie auch mal fast gecancelt. So, also dann ist sie auch so ein bisschen in der New Age-Bewegung später gewesen. Aber wie gesagt, trotzdem, das muss man sozusagen auch anders bewerten, glaube ich, sozusagen diese generelle Pharma-Skepsis und so. Aber dieses Gedicht jetzt, was ich ausgewählt habe, ist ganz versöhnlich sozusagen. Und ich lese es vor und versuche es ein bisschen zu paraphrasieren, weil ich habe nämlich keine deutsche Übersetzung dazu gefunden. Revolutionary Letter Number 39. Let me tell you, sisters, that on May 30th I went to one of our live festivals. Also, meine Schwestern, ich möchte euch erzählen, dass ich am 30. Mai auf einem dieser Festivals war and dropped acid in Tompkins Square Park with my brothers and sisters. Also ich habe Acid geschmissen in dem Tompkins Square Park mit meinen Brüdern und Schwestern. Danced in the sun till the stars came out and the pigs drove around us in a circle where we stood touching each other and loving. Also wir sind getanzt und die Sterne und Schweine sind in Zirkeln um uns herum getanzt und wir haben uns berührt und geliebt und then I went home, dann bin ich nach Hause gegangen and made love like a flower, like two flowers opening to each other. Ich habe zu Hause Liebe gemacht, wie eine Blume, wie zwei Blumen, die sich einander öffnen. And we were the jewel and the lotus. Next morning, still high, wandered uptown to National History Museum. Also am nächsten Morgen war ich immer noch high und bin zum Naturkundemuseum gegangen. And there in a room of Peruvian fauna und da in einem speziellen Raum für peruanische Fauna, birds of paradise I saw as a past like the dinosaurs. Ich habe Paradiesvögel gesehen aus der Vergangenheit, wie Dinosaurier. Saw birds pass from the earth and flowers, most trees and small creatures.
Chipmunks and rabbits, squirrels and delicate wildflowers saw the earth bare and smooth, austerly plastic and efficient, man feeding hydroponically, working like ants, through flatly without regret, I have unlearned regret. What beautiful creatures used to live on the earth. Ich habe meine spontanen Übersetzungsmethode jetzt kurz mal geändert, weil ich gemerkt habe, das tut dem Gedicht nicht so gut. Also sie war in diesem extra Raum der peruanischen Fauna und hat sich die diese alten Paradiesvögel angeguckt, die wie Dinosaurier ausgestorben sind. Blumen, die nicht mehr da sind, Bäume, small creatures, kleine Wesen, Chipmunks, Rabbits, kleine Hasen, Streifenhörnchen, ne? Kleine Eichhörnchen, Wildblumen. Ich habe die Erde gesehen, die war glatt und weich und sehr Plastik, das habe ich nicht ganz verstanden, Plastik und so efficient. Man feeding hydroponically working like ants. Also irgendwelche, also an der Stelle will ich so ein bisschen, also hydroponically heißt ohne Erde gefüttert in so eine Substanz, genährt in seiner Nährlösung, sind da Männer, die, füttern Männer, also die wie Ameisen arbeiten. Ja, an der Stelle bin ich ausgestiegen. Und ich habe eben gedacht, ohne Reue, ich habe meine Reue verlernt, was für schöne Wesen einst auf der Erde gelebt haben. Ich öffne das. Darüber sprechen. Es ist ja eigentlich eher tatsächlich ein Tagebucheintrag, ein sehr poetischer sowas. So sind die Texte natürlich alle. Sie sind parlandohaft, sehr in vieler Hinsicht umgangssprachlich mit einigen Einsprengseln, die dann daraus ragen. Und sie ist eine Beatnik-Frau, die unter die Hippies gefallen ist. Das ist sozusagen, da ist sie ein Bindeglied. Eine Anarchistin, die unter die Hippies gefallen ist. Auch eine Anarchistin müsste man drüber reden. Also die Beatniks selber sind aus meiner Sicht völlig politisch gewesen. Bei den Hippies müsste man es diskutieren, da kam natürlich der Vietnamkrieg dazu später. Aber eigentlich haben wir hier zu tun mit Leuten, die Trips schmeißen und freie Liebe machen. Das ist das. Also das reicht mir für einen politischen Aufstand wie Lützerath oder Last Generation und nicht ganz. Was? Ja, aber ich meine... okay. Verstehe. Es wird auch also schwierig, sich da den ein oder anderen Witz zu verkneifen, weil Last Generation ist deutlich ernsthafter. Ja, dann habe ich das völlig falsche Gedicht gewählt. Nein, nicht völlig falsch. Nein, dann muss ich das hiermit sofort verteidigen. Das tut mir total leid. Ich habe jetzt gedacht, ich wähle sozusagen ein florales Gedicht, um das jetzt hier ein bisschen weicher zu machen. Aber die hat ganz klare... Du weißt gar nicht, worauf ich hinaus will. Nein, das muss ich aber jetzt trotzdem mal kurz sagen. Du hast mich auch eben andauernd unterbrochen. Es sind ganz klare Anweisungen hier. Es sind ganz klare Benennungen. Es werden Leute benannt. Es wird benannt, wer befreit werden soll. Es gibt Listen. Es gibt klare Aufrufe in diesen Revolutionary Letters. Ich dachte, ich poetisiere das ein bisschen durch diese Extinction Rebellion Diskurs. Aber da muss man wirklich sagen, die sind einfach natürlich, die sind für den Gebrauch gemacht. Die sind sozusagen Kundgebungslyrik, wenn man so will. Und das wird ja auch heute immer wieder neu verlangt. Das ist ja eigentlich eine Leerstelle. Das ist ja etwas, was tatsächlich in diesen Diskursen und auf den Demos und so weiter tatsächlich fehlt. Eine genuine, aktuelle, poetisierte Sprache dafür. Und das wird ja auch immer wieder in den sogenannten Stilkritiken und so weiter angeführt. Aber gibt's nicht. Gibt's nicht, weit und breit nicht, oder? Das gibt es heute tatsächlich in dem Sinne nicht. Und deswegen habe ich sie einfach mal angebracht, weil das ist tatsächlich in der Hinsicht total vorbildlich. Und das ist einfach eine Hausnummer. Da kann man sich mal mit beschäftigen. So, wie kann ich heute Lyrik schreiben? Wie kann ich heute Texte schreiben? Und wie kann ich sie dann verteilen unter die Leute bringen, dass sie wirklich einen politischen Impact haben, dass sie meine Position markieren und das einfach auch ganz klar und schnörkellos machen. Magst du noch was dazu sagen, warum es aus deiner Sicht nicht Agitprop ist oder Agitprop? Nein, das ist es vielleicht, aber was spricht dagegen?
Was spricht dagegen? Ich finde, es ist deswegen keine Agitation, Propaganda, weil der Genussaspekt, der wird so stark nach vorne gebracht. Das ist übrigens auch was man dem Anarchismus allzu leicht abspricht, egal in welcher Spielart. Im Individualanarchismus à la Ayn Rand sowieso, da geht es nur darum, wer der Stärkste ist. Sie ist keine Anarchistin. Also Ayn Rand ist eine andere Baustelle. Ich bin da scheinbar nicht genügend Theoretiker, das zu erfassen, aber Politikwissenschaftler wollen das schon, dass man das dort einordnet. Das Spektrum des Anarchismus ist einfach so weit, dass es auch solche spontaneistischen Elemente wie die Hippies, die idealtypischerweise oder klischeehafterweise ausgelebt haben, darunter subsumieren kann. Das ist nicht so schwierig. Man kann jede Menge davon lernen, aber wenn man was in ganz besonderer Weise lernen kann, dann ist es tatsächlich der Aspekt des Bunten. Wer sich kein bisschen Buntheit selbst gestattet, der wird die Welt auch nicht verschönern. Und wenn man sie nicht verschönert, wird man sie auch nicht verändern. Das ist etwas, was man mit 20 vielleicht noch nicht versteht. Jetzt bin ich wirklich der alte Sack, der das mal sagen muss. Aber mit etwas fortschreitender, wenn man über die 39 hinaus ist, vielleicht ist es deswegen auch gut gewählt, dann weiß man, dass es auch ein bisschen Spaß braucht, sonst hält man nicht durch. Ja, und sie macht es. Sie macht es auch einfach. Das finde ich, geht so ein bisschen vielleicht in diese Richtung von Spaß oder auf jeden Fall nicht Verzagtheit, kein Zaudern. Ja? Sie produziert eben diese Texte. Natürlich hat sie wahrscheinlich nicht ewig gebraucht, den jetzt hier zu schreiben. Aber sie macht es und dadurch füllt sie da eben eine Leerstelle, die es an diesen Stellen in einer sprachlich irgendwie... dieser sprachlichen Situation von Demo und von Protest, es ist einfach eine sprachliche Situation auch, die reichert sie damit ganz enorm an. Ja. Und das braucht natürlich dann einfach eine Schnelligkeit auch. Und deswegen finde ich, passt das mit dem Bunden. Einfach sozusagen aus der Hüfte schießen auch. Das kann man, also schneide ich mir eine Scheibe ab, definitiv. Ja. Gut, ich möchte es ungern überschätzen. Wir müssen weitergehen, aber als Schlusswort würde ich gerne sagen, ich würde ungern überschätzen den politischen Anteil, den genuin politischen Anteil daran, denn das ist schon viel Politik als Lifestyle auch. Und ich wäre sehr interessiert daran, jetzt auch nochmal Ihre Autobiografie zu lesen, Recollections of My Life as a Woman. Das sind ihre Liebesabenteuer, inwieweit das nun wirklich ein fortschrittliches Frauenbild transportiert. Also, weil wir gerade von Renate Rasp sprechen. Naja, sie muss ja nicht in jeder Hinsicht wasserdicht leben. Ja? Es gibt ja einfach Widersprüche und Ambiguitäten. Und, unter anderem damit hat sie eben was gesetzt, was einfach dann auch eine Geltung hat. Und ob sie jetzt ein kompliziertes Liebesleben hat, das finde ich, ist... bedroht jetzt diese Errungenschaft nicht. Nein, es geht um die nicht ein kompliziertes Liebesleben, aber ich denke es eher an Kommune 1 und Rainer Langhans und an Verhältnisse, die eigentlich auf ihre Weise überholt sind. Ja, sicher. Da gibt es bestimmt ganz viel, was überholt ist. Ja. D'accord. Kompletter Tonartwechsel, Landeswechsel. Mhm. Jean Dave. In der Übersetzung von Werner Hamacher, sehr viel später als das Ersterscheinungsjahr 1973, als Roughbook in der Übersetzung von Sarah Ottenburger vorgelegt. Eine sehr gründliche, eine sehr skrupelhafte, skrupulöse, genaue, sehr, sehr wohlüberlegte Übersetzung, die in meinen Augen den ästhetischen Glanz diesen Gedichten nehmen muss. Es geht gar nicht anders, weil Jean Dave ist nicht nur Dichter, sondern auch Psychoanalytiker. Es geht also auch darum, bestimmte Terminologie zu treffen und nicht zu sagen, ah ja, das ist jetzt Traumrest, sondern... er ist schon sehr viel präziser. Und ich habe einen Text ausgewählt, der nicht wirklich typisch ist für diesen Band. Es gibt sehr viel Suada, möchte ich das mal nennen, und auch sehr lustige Titel rund um den Naga beispielsweise oder Monde à quatre verbes, die Welt zu vier Wörtern. Ich habe den Text... Pubertie ist der Name des Bandes. Ich habe den Text Meurtre de Père, Vätermord, ausgewählt.
Und aus dieser Auswahl, das ist etwa, sind etwa 10 Seiten, möchte ich den Anfang lesen, dann kurz in die Mitte springen, damit man eine Idee bekommt, dass zum bisschen Teichoskopie muss ich jetzt hier betreiben, man sieht ein zerklüftetes Schriftbild, ohne dass man sagen könnte, die Einschnitte sind sinnbelastet. Es geht um eine Verstümmelung, um eine Selbstverstümmelung. Und das wird am Text gezeigt. Man kann sich vorstellen, dass jemand, der so etwas tut, im Bewusstsein davon, dass er Dichter ist, irgendwann auch nicht nur sich das Ohr abschneidet, sondern auch andere Gliedmaßen. Und ich beginne, ich werde immer hin und her springen, Französisch-Deutsch, weil ich mir nicht sicher bin, ob jeder sonst mitbekommt und jede, worum es geht. Dans le corps, parenthèse, dans le buisson, une bouche se souvient d'un alphabet signe, de l'autre et de l'autre mort. Im Körper, in Klammern im Busch, ein Mund, gedenkt eines Alphabetes von Zeichen des anderen und des anderen Todes. Ce qui à l'intérieur traverse, habite la chute, déjà recrète l'arbre, le bord, le saut. Was im Inneren durchquert, bewohnt den Sturz, schon bedauert Baum, Rand, Sprung. L'origine sous l'angle ne meurt pas, et le commencement rependant la fin dans le vide, rien ne souffle plus, ni membre, ni l'œil, que autrefois devant les orifices funéraires reconduisant l'être châtré. Der Ursprung unter dem Nagel erstirbt nicht, und der Beginn, der das Ende ausdehnt, ins Leere nichts flüstert mehr, weder das Glied noch das Auge, die damals noch vor die Grablöcher, das Wesen, das Kastrierte führten zurück. Ich springe, zwischenzeitlich wird man von einer Ösophagus-Lektüre hören, also einem Verschlucken des Textes. Es geht um Vernichtung, es geht um sadistische Fantasien. Man hofft, dass es Fantasien geblieben sind. Wer weiß, was man so als Psychiater oder Psychoanalytiker, pardon, da gibt es Unterschiede, zu hören bekommt. Grelé, depuis l'œuf, verhagelt vom Ei her, que la bandelette de mort annonce au loin la pénombre, au corps abandonné et par endroit au jour qui souffle protège le nom de son murmure. Verhagelt vom Ei her, das die Totenbinde fernhin verkündet, der Halbschatten, preisgegeben dem Körper und stellenweis dem flüsternden Tag, schützt den Namen vor seinem Gemurmel. Un espace, ein Raum, un espace et par endroit des nuques d'abîme inclinées devant les phrases simples. Ein Raum und stellenweis Abgrundnacken, gebeugt vor den einfachen Sätzen. Wir gehen schon in die Zielgerade ein. Langue horrifie la blancheur du cri retour, ou déjà le crâne oublie pour regretter la nuque. Sprache erregt Grauen, die Weiße des Rückschreis darin, das Hirn schon vergisst, um zu bedauern den Nacken. Langue envoûte l'intérieur que silence et mémoire imprime au paysage chiffré. Sprache behext das Innere, das Schweigen und Gedächtnis den chiffrierten Landschaften aufprägen. Éjaculation, envoûtement, trajet du geste nocturne à la main séparée, derrière le front, folie, comme entassement les soleils lointains et des nuits. Ejakulation, Behexung, Bewegung nächtlicher Gebärde mit der abgetrennten Hand, hinter der Stirn, Wahnsinn, wie Türmung ferner Sonnen und Nächte, Silence, Vide, Schweigen, Leere, Entour, Lettre de Plancheur et Feu, Aveul à la mort, Ödipéenne, Schweigen, Leere, umstellen das Wesen von Weiße und Feuer, blind vor ödipalem Tod, Ablim, Oubli, dans le bâton mutila le membre, Vergessensabgrund, dessen Stab wird das Glied verstümmeln.
Bei dem Wort Bâton möchte ich sofort einsteigen, nicht um die Wirkung des Textes kaputt zu machen, sondern da sind Entscheidungen getroffen worden, die den Text eine Dignität geben, die er vielleicht gar nicht haben möchte. Denn Bâton ist sowohl Knüppel als auch Latte. Das hat also auch wirklich diesen pornösen Beigeschmack, oder nicht Beigeschmack, sondern das liegt da auch darin. Wie gesagt, das ist eine sehr überlegte, gründliche, aber auch sehr reine Übersetzung. Ich hätte andere Entscheidungen getroffen, ohne dass ich also es ist eine klassische, unschöne, darf man jetzt nicht sagen. Das ist wiederum, in der Komparatistik war es die unschöne, getreue Übersetzung. Das ist heutzutage aus nachvollziehbaren Gründen verboten. Es ist eine sehr, sehr nah am Text sich haltende Übersetzung, die auf poetische Effekte weitgehend Verzicht leistet. Das macht den Text nicht schlechter, aber man könnte ihn als poetische Übersetzung oder als Nachstimmung anders angehen. Da wäre mehr Emotionalität rauszuholen. Und gleichwohl kann ich sehr gut verstehen, warum Frau Ottenburger die Entscheidung so getroffen hat, und möchte das auch nicht als Krittelei verstehen. Nur man muss den Unterschied markieren. Sie haben das jetzt mit großer Geschwindigkeit vorgetragen, mit ungeheurem Nachdruck. Man kann das wahrscheinlich, weil es sehr kurze Zeilen sind, manchmal fast auch nur einzelne Wörter, sicher auch mit sehr viel größeren Abständen, mit sehr viel größerer Ruhe. Ja. Also ich finde es erstmal wahnsinnig französisch, allein vom Vokabular her, der Tod, die Leere, der Abgrund. Mhm. Und wenn man das auf Französisch hört und mal diesen Sound im Ohr hat, dann hat das was ganz Eigenes. Mich hat eigentlich frappiert, ich kenne mich mit Jean Dave nicht wirklich aus. Ich habe mich zum ersten Mal ein bisschen damit beschäftigt, dass es so ein Spannungsfeld gibt zwischen Paul Celan auf der einen Seite und Robert Creeley auf der anderen Seite. Beide hat er übersetzt. Ja. Das hat ihn ausgemacht. Wo situieren Sie ihn denn an? Es ist eine Mittelposition zwischen dem hermetischen Sprechen, das Celan, Sie haben ihn erwähnt, sehr prononciert, ausgearbeitet hat. Wer weiß, was noch möglich gewesen wäre, wenn er nicht den Freitod gewählt hätte. Dann zum Weiteren natürlich die Psychoanalyse französischer Art, was zu Derrida und zu Foucault gewandert ist. Es hat natürlich eine ideologiekritische Ausrichtung. Es ist aber sind keine politischen Texte in dem Sinne. Es werden keine Schlagworte verwendet. Es ist eine, so gesehen, naja, nicht überzeitliche, man merkt schon Marke, aber es wird eine Überzeitlichkeit angestrebt. Wir können uns darüber unterhalten, ob das geglückt ist. Da wird jeder wahrscheinlich eine unterschiedliche Auffassung dazu haben. Wiederum muss man es auch als Teil dieses Ganzen sehen. Es ist nicht ein Zyklus, den er abgeheftet und herausgegeben hätte. Es ist wiederum eine Schwere, kommt dadurch in diesen zweiten Lyrikband rein. Es wird sicherlich Daten biografischer Art geben. Was mich immer stört, wenn Dichter Biografisches anbieten und sich dann beschweren, dass damit umgegangen wird. Das ist ärgerlich. Dann ist es ist die Wissenschaft schuld, die psychoanalytisch informiert daran geht. Wenn vom Vater die Rede ist, dann ist die biografische Lesart sofort da. Ich finde, Jean Dave glückt es, das wegzuschieben, diesen Verdacht. Es geht um meinen Vater. Es geht um, also es ist metonymisch, dieser Text. Es geht um Väterlichkeit als solche. Da ich zweifacher Vater bin, berührt mich dieser Text. Er verstört mich. Er macht mich auch wütend. Ich weiß nicht, ob er Kinder hat. Ich glaube auch nicht, dass es eine Rolle spielt. Das meine ich mit Biografismus. Der Biografismus wird angeboten und man muss sich, ich mich in dem Fall auch ein bisschen wieder einkriegen, wenn ich diesen Text lese. Ich habe ihn jetzt mehrmals gelesen. Er macht mich wütend, er macht mich wirklich wütend, weil ich an den Stellen, an denen ich zu verstehen glaube, denke, dass Väterlichkeit nicht dieses Gewaltsame ist, was es vielleicht in den 70er Jahren war, beziehungsweise in den 60er Jahren. Ich denke, das wird in den 60er Jahren geschrieben worden sein. Und es ist ja immerhin ehrlich, es ist ja ein Vätermord. Es ist ja nicht nur einer, sondern, und es wird auch klar, was absichtlich wird. Ja. Vielleicht ist die Dimension ja noch ein bisschen eine über- oder unterbiografische.
Also das würde ich vielleicht auch versöhnlich anbieten als in Bezug auf diese Frage, ist das jetzt biografisch? Weil wenn er sozusagen, eigentlich ist es ja psychologisch auch. Ich habe in dieser Sprachgeste das Gefühl, dass er etwas hinterher schreibt. Also vielleicht so bestimmten Visionen, Bildern oder sogar Traumbildern oder sowas, sozusagen fast stenografisch sozusagen irgendwie versucht, das zu erfassen. Insofern finde ich diese Bewegung, die Übersetzerin gemacht hat, hochinteressant, weil das ist sozusagen die zweite Ebene von Erfassung und hinterher sozusagen kommen. Es geht um den Klang. Deswegen finde ich auch, dieses Tempo fand ich eigentlich auch ganz passend, also für mein Gefühl. Ja. Also dieses Lesetempo, dass es da eigentlich schon eine Überforderung gibt. Und wenn man das so verstehen würde als Schreib, Experiment oder Aufgabe, dann wäre es ja sozusagen etwas, was über die persönliche Situation hinausgeht, nämlich eine Art Aufschreibetechnik oder Erfassungstechnik. Das wird ja auch als sehr poetologisch vorgestellt. Ich kenne Texte, die poetologischer funktionieren und die auch aufdringlicher sind in dem, was sie vorantragen, an was ich alles über meine Gedichte weiß. Und das sind, weiß Gott, nicht nur französische, auch ja, aber auch deutsche und namentlich Texte aus UK. Das Eine Eleganz lässt es nicht vermissen. Er möchte schon zeigen, es ist ihm auch eine ästhetische Bewältigung wichtig. Nicht nur, ich habe Theorie gelesen und ich weiß, wie man jetzt einen Text schreiben muss, nachdem man sich psychoanalytisch informiert hat. Ja, also die Psychoanalyse lese ich gar nicht so raus. Ah. Und über Biografismus wollen wir hinausgehen, außer die Autoren sind selber dran schuld, dass man sie daran misst, was sie preisgeben von sich. Mhm. Was ich aber durchaus sehe, ist die Landschaft, aus der er kommt. Mhm. Also es ist eben nicht der lichterfüllte französische Süden, sondern es ist die finstere Kohle Normandie in Frankreich, von der ich auch einen sehr lebendigen Eindruck habe. Also wie bedrückend das ist. Also es sind ja auch aufgelassene Dörfer zum Teil, alles dunkel und kalt, also sowieso. Also das spielt irgendwie für mich so im Hinterkopf noch eine gewisse Rolle. Ist das extrem psychoanalytisch, tut mir leid. Ja, wir werden uns jetzt in der Kürze der Zeit nicht einig werden. Wahrscheinlich auch, aber ich sehe da eben viele so Trigger-Words, die ich so aus vielen französischen Texten, sei es in der Prosa, sei es in der Poesie auch. Eine gewisse Typik sollte ja auch. Und ich wollte nicht immer englische Texte. Ja. Das ist gut, das hast du gut gemacht. Auf in die 80er Jahre. Zu jemandem, der hier im Moment einen gewissen Ruhm besitzt, aber eigentlich gar nicht in Dichter. Kreisen, sondern in der bildenden Kunst, nämlich Ruth Wolf Rehfeld. Inzwischen eine alte Dame, war bei der Documenta 2017 vertreten und hat jetzt den Hannah-Hüsch-Preis bekommen und ist durch zwei Dinge berühmt geworden, nämlich durch ihre Mail-Art, die sie seit noch in der DDR verschickt hat in alle Welt. Und der Versuch, diese kleine Welt zu öffnen, und ihre typografischen Arbeiten. Wie kriegen wir das präsentiert überhaupt? Den Leuten hier zu sein. Wir schauen uns das mal an. Wir schauen uns mal das Bild an. Ich werde es ein bisschen versuchen, vielleicht parallel zu beschreiben. Es ist ein weißes Blatt, ungefähr, ich schätze mal, DIN A4. Und da komme ich nochmal drauf zurück. Darauf ist, wenn man das jetzt auf einer bildlichen Ebene beschreibt, eine Art Trägermedium, das könnte ein Stamm sein zum Beispiel, ein Baumstamm oder eine andere Form von Säule oder Rohr, auf dem sich relativ symmetrisch, also symmetrisch angeordnet in einer Art Pfeilbewegung, jeweils sich einander bis aufs Haar ähnelnde Ei oder diamantförmige Flächen angebracht sind oder bewegen. Das ist sehr schwer, sowas mache ich selten, so Beschreibung. Die komplett sozusagen aus Buchstaben hergestellt sind, diese Bilder. Also das heißt, diese Tropfen, sage ich jetzt einfach mal, die werden formiert aus dem Wort Information, aus sozusagen diesen
Schreibmaschinen, Buchstaben, während diese sogenannte Trägermaterial aus lauter Nullen oder O'n, ich würde eher sagen, das ist das O aus Information, finde es natürlich aber sozusagen poetologisch gesagt auch schlüssig, da von einer Null zu sprechen, denn dann hätte man den Verweis auf so ein binäres System, 0 und 1, es sozusagen als Trägermaterial auch im übertragenen Sinne dann funktioniert, während ja auch das Wort Information, wenn man es sagen jetzt im übertragenen Sinne versteht, abhängt von Trägermaterial und sozusagen Trägermaterial braucht, um seinen Adressaten zu erreichen. So, das heißt, es ist mal ein bisschen kompliziert ausgedrückt, was hier passiert. Ich bin ein bisschen unsicher, um welche Technik es sich genau handelt. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hat Ruth Wolf-Rehfeld in ihrem Leben mehr oder weniger, was diese Typewritings angeht, drei verschiedene Verfahren angewendet, grob gesagt. Und zwar das eine sind reine Schreibmaschinen arbeiten. Dann gab es Carbon-Durchschläge. Die sind sozusagen auf dünnerem Material und sind auch blasser sozusagen in der Ausführung. Deswegen handelt es hier nicht um Carbon-Durchschläge. Und dann gibt es noch die sogenannte Zinkografie, die sozusagen ein Druckverfahren ist. Und weil da das Schriftbild dann sehr satt und schwarz ist im Druck, und würde ich mal davon ausgehen, dass es hier wirklich schon um eine Zinkografie geht. Die hat sie dann erst später machen können. Warum, erzähle ich gleich. Und diese Zinkografie, die führte dann auch sozusagen dazu, dass sie dann später Collagen machen konnte, also mit ganz anderen Bildebenen und Materialien noch arbeiten konnte. Während hier, das ist eben aus den ganz frühen 80er Jahren, ich würde sagen so von 81 ist das, glaube ich, ist es eben noch diese reine Schrift als Material. So. Und das wäre dann nämlich auch die Frage, um die Frage zu beantworten, warum will ich das jetzt hier verhandeln als Poesie, wo man es ja auch als Kunst verhandeln könnte. Ich denke, die Frage ist vielleicht nur so halb interessant, weil also man kann es ja einfach machen, wenn man will. Ist auch eh sozusagen ein Graubereich. Aber mich hat das deswegen eben besonders interessiert, weil ich von Ruth Wolf-Rehfeld weiß, dass sie sozusagen am Anfang ihrer Karriere eben auch sehr stark mit Worten gearbeitet hat, mit sogenannten Wortketten und sozusagen versucht hat, rauszufinden, was lässt sich denn sozusagen mit Sprache präzisieren. Genau. Und das ist insofern eben eng verknüpft mit ihrer Situation in der DDR. Deswegen geht es hier auch wieder um eine Spezialform des Prekariats. Sie hat sozusagen, nachdem sie eine Ausbildung gemacht hat, als Industriekauffrau, genau, Industriekaufmann, in dem sie eben auch viel mit der Maschine geschrieben hat, erst sehr spät, nämlich, und dann hat sie Robert Rehfeld kennengelernt, 1954, also mit 22, sehr jung. Und er war dann auch schon ein etablierter Künstler. Sie hat dann auch Philosophie studiert. Und ist dann sozusagen, hat Gedichte geschrieben, hat sich beschäftigt mit der Sprache. Aber eben die ganze Zeit sozusagen off record, weil sie erst 1978 sozusagen die offizielle Aufnahme der Arbeit starten konnte mit der jahrelang ihr verwehrt gebliebenen Aufnahme in den Verband Bildender Künstler der DDR. Das hieß für sie, dass sie erst 1978 anfangen konnte, Ausstellungen zu machen, Materialien zu beantragen, die sie dann eben brauchte, um sich sozusagen weiterzuentwickeln, Stichwort Zinkografie, und das eben auch vervielfältigen konnte. Und diese frühen Schreibmaschinenarbeiten sind insofern, würde ich eben sagen, ein exzellentes Beispiel für prekäres Arbeiten, weil sie im Prinzip nur mit dem gearbeitet hat, was sie hatte, nämlich eine Schreibmaschine. Da hatte sie wiederum auch verschiedene. Das führt jetzt vielleicht zu weit. Aber sie hat sozusagen mit diesen letztendlich Büroutensilien arbeiten müssen, die ihr zur Verfügung standen, aus vielleicht Restbeständen ihres Daseins als
wie heißt das? Industriekauffrau. Ja? Und das wiederum ist ja nicht die einzige Form von prekären Aspekten ihres Arbeitens. Denn, du hast es schon angesprochen, eine andere Dimension war sozusagen die Mail Art, wo es ja auch wieder darum ging, wie kann man überhaupt kommunizieren. Es gab die sogenannte Postkontrolle. Es gibt dazu einen total interessanten Aufsatz von Lutz Wohlrab, den ich auch getroffen habe, der mir netterweise auch das Original hiervon gezeigt hat, eben von diesem Informationsblatt. Und was es da eben alles an Tricks und künstlerischen Umgehensformen brauchte, um sozusagen die Postkontrolle durch die Stasi zu umgehen und dann tatsächlich an den Absender oder an den Empfänger ranzukommen. Das ist sozusagen eine totale Doppelbödigkeit hatte, weil wenn man sozusagen von bestimmten Künstlern, das Mailart-System ist ja ein Netzwerk gewesen, ja, zwischen Ost und West, und wenn man da zweimal von einem Künstler nichts gehört hat, dann wusste man ja nicht, war das jetzt die Postkontrolle oder interessiert er sich nicht für meine Arbeit? Halt voll tricky, du weißt sozusagen. So funktioniert Zersetzung, ja. Ja, genau. Und da gibt es sozusagen. Darf ich mal einhaken? Ja, natürlich. Aber um vielleicht einmal noch ganz kurz die Kurve zu kriegen zu den Informationen, das sehe ich sozusagen als eine Spracharbeit, die sich auch genau daran eben abarbeitet, wie transformiere ich Information, wie funktioniert Information, und darin finde ich es dann auch halt wieder gerade total aktuell, was ist überhaupt Information und ist Information sozusagen nicht nur die Formation von Einsen und Nullen und also das führt ein bisschen weit auf. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ja. Jetzt muss ich mal dazwischen, ja, natürlich. Tut mir leid. Sorry. Nee, ich entschuldige mich. Dass man das chorisch vorträgt, wenn man das nicht als Null liest, sondern als O, beginnt man mit dem O, das ist auch mehr oder weniger durchzuhalten, und dann wird sich dieses Wort nochmal richtig schön aufgefächert. Man beginnt mit dem I, dann in und so weiter. Das könnten Solisten, du kennst dich da wesentlich besser aus. Wie, ja, das muss, also ich glaube, nein, es muss es du kannst nicht, es ist als, ja nicht voraussetzen. Als Radioarbeit anbieten. Ich frage mich, wie... Ich würde es nur nicht auf bildende Kunst reduzieren wollen. Die Möglichkeit besteht, ob du Frau fühlst dich sozusagen Wolf inspiriert, Rehfeld, eine kleine Soundarbeit. Nein, ich fühle mich nicht inspiriert, aber ich kann mir das vorstellen. Also inspiriert... Ja, so wirkt es. Also ich sehe jetzt überhaupt keinen Grund in diesem Rahmen, dass jetzt... akustisch darzustellen. Nein, aber, gar nicht. Ich wollte nur noch was sagen, auch wiederum, diese Auswahl hat mir sehr gut gefallen, weil konkrete Poesie ist ein Männergeschäft. Ich habe mal mit Absicht dieses Text- und Kritikbändchen zweibändig, auf dem anderen sind andere Männer abgebildet, die Arbeit von Frauen oder von Nicht-Männern wurde nicht anerkannt. Frau Ruth Wolf Rehfeld, boah, Frau Ruth Wolf Rehfeld war offenbar ein solches Beispiel. Man muss natürlich, man muss eine Sache dazu sagen, dass sie natürlich auch ein bisschen später dran war als die anderen. Ne? Also das ist 60er Jahre, wenn du sagst, okay, da war so vielleicht die Hochzeit der konkreten Poesie. Und da macht sie sozusagen mit dieser Schreibmaschinenkunst dasselbe nochmal in den frühen 80ern. Also das ist eigentlich vor allem, hat sie das gemacht in den 70ern. Das ist jetzt eben ein Beispiel von den frühen 80ern. Und sie war sich dessen aber auch bewusst, zum Beispiel. Und ich finde, das ist insofern auch jetzt nicht, da könnte man jetzt den Vorwurf machen, das ist epigonal, warum hat die keine neuen Verfahren entwickelt? Na, sie konnte keine anderen Verfahren entwickeln, ja. Sie hatte nur diese Schreibmaschine. Ja. Und das finde ich auch nochmal interessant in Bezug auf so Materialfetisch. Diese Schreibmaschine für sie und dieser Look der Schreibmaschine war, anders als man das vielleicht heute irgendwie hat, immer wieder mal, überhaupt kein Selbstzweck. Das war für sie eigentlich uninteressant. Interessanter wurde es für sie, als sie endlich arbeiten konnte und als sie endlich sozusagen diese Druckverfahren zur Verfügung hatte und vervielfältigen konnte. Deswegen geht es auch nicht, und deswegen habe ich jetzt auch mich dagegen entschieden, zum Beispiel hier jetzt alles dran zu setzen, das Original zu zeigen, weil es geht gar nicht um die Originalität der Arbeiten. Sie hat die verkleinert, vergrößert, zu Plakaten gemacht, eben ganz, ganz viel zu Postkarten gemacht. Das sieht super schön aus, aber das ist eben eigentlich sehr pragmatisch und auch sozusagen eine Form von, also eine andere, ein anderer Diskurs von Qualität. Also der Diskurs in der DDR von Qualität, so habe ich das jetzt verstanden, bezog sich dann eben eher auf die gute, auf das gute Druckbild, auf die Druckgrafik. Das war cool. Und sozusagen die Schreibmaschine an sich, das war einfach nur ein ganz normales
Arbeitsutensil, was man halt zur Verfügung hatte. Und deswegen hat sie das gemacht. Und deswegen, finde ich, ist in dieser Arbeit so viel, auch wenn sie so vordergründig eben schlicht ist oder wirkt, ist in dieser Arbeit so extrem viel eingeschrieben an Umständen, Bedingungen und Schreibbedingungen. So. Gut. Was die Männerlastigkeit der Szene angeht, hat es sicher damit zu tun, dass hier reine Westkunst verhandelt wird. Mhm. Also das muss man natürlich auch mal mit bedenken. Ja, das andere kommt ja aus der DDR. Karl Friedrich Klaus und Erich-Christian Neuwirth. Wollte ich was dazu sagen. Das ist eben die Frage, inwieweit konnte Frau Wolf-Rehfeld das überhaupt rezipieren, was von Jandl, Mohn etc., Gomringer wäre noch zu nennen. Ja, da war sie bestimmt. Rühm. War sie bestimmt auch durch ihren Mann, eben Rolf Rehfeld, Robert Rehfeld. Robert hieß er. Der hat schon Rehfeld. Seit 20 Jahren. Genau, glaube ich, der war schon in der Szene sehr. Gut, auch ein hochinteressantes Feld. Man kann, glaube ich, in dem Katalog, der im Zusammenhang der Kupferstichkabinett-Ausstellung entstanden ist, noch einiges nachlesen zu ihren Arbeiten und zu ihrem Weg. Das lohnt sich durchaus. Und ich finde es ganz toll, dass wir hier noch einen Blick in diese dann doch andere Welt bekommen haben. Und ich glaube, es gibt halt Künstler, die dann tatsächlich eher zur bildenden Kunst anschließen und Leute, die eher zur Poesie hin anschließen. Mhm. Und die Schnittmenge ist verhandelbar jeweils dann. Ja, denke ich auch. Katrin Schmidt, etwas ganz anderes, Text als Text. Ja, das Debüt, aber das Debüt von Katrin Schmidt war das Poesiealbum. Das ein etwas unscheinbares Cover, ein Segelboot, das wo auch immer hin segelt, über die Ostsee wahrscheinlich eher nicht. Ich möchte, bevor ich den Text von Katrin Schmidt ein bisschen näher ins Auge fasse und ihn dann vielleicht ganz am Ende sogar mal lese, wir drehen es mal rum, eine Einschätzung lesen, dass also der Klappentext wird meines Erachtens oft viel zu wenig beachtet. Ich versuche es aber kurz zu machen. Die Ursprünglichkeit, mit der diese junge Dichterin ihren Liebes- und Lebensanspruch ausspricht, lässt aufmerken. Es wird nicht nach innen verschlüsselt, sondern sucht seine Erfüllung in der Öffnung zur Welt. Blutvoll und beziehungsreich, ohne Scheu vor gewagten Metaphern, formt sich ihre Sprache. Das, Zitat, menschlichste Fleisch. Niemand Geringeres als Mathilde Dau, die eine Überwacherfunktion hatte, was dieses Poesiealbum angeht, hat das geschrieben. Sie war die wohl ideologisch Zuverlässige beim Verlag Neues Leben und durfte dieses Poesiealbum, nachdem Richard Pietras abgesägt wurde, weiterführen. Über Katrin Schmidt wird dann auch vermeldet, dass sie einen ganz schönen Lebensweg, Studium der Psychologie und Arbeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena nachgeht. Sie hat den Förderpreis der Poetenbewegung der FDJ und das Becher-Diplom des Kulturbundes gewonnen. Man kann sich jetzt darüber lustig machen, das steht mir nicht zu, interessiert mich auch nicht. Die Situation ist, wenn man sich das anguckt, ohne zu wissen, wo der Lebensweg von Katrin Schmidt, dieser bedeutenden Autorin, hingegangen ist, auch dieser bedeutenden Dichterin hingegangen ist, denkt man, naja, das ist aber eine zuverlässige Person, zu betrauen, eine Rolle auszufüllen. Und zwar, ja, du bist kein Dissident, du bist nicht hier bist nicht einer von diesen kaputten Typen, wie man damals sagte, vom Prenzlauer Berg, sondern du bist eine von uns und bist trotzdem kritisch. Und wir lassen das zu. Und das ist, du bist unser Feigenblatt. Der Text, den ich ausgewählt habe, ist ich habe ihn deswegen ausgewählt, weil es dieses Debüt eröffnet und weil so eine Positionierung in einer Auswahl schon sehr viel sagt. Und weil ich finde, es ist der beste, der gelungenste, gerundetste Text. Es gibt aber einen anderen, der Volker Braun, naja, man weiß nicht, gewidmet ist. Da steht nicht für Volker Braun, sondern das Gedicht heißt Neuerer und dann in Bindestrichen, zwischen Bindestrichen, V. Braun. Ich war zuerst auf die Idee gekommen, na, das ist versus Braun.
also gegen Volker Braun gerichtet, dann habe ich das getan, was man in solchen Situationen tun soll, wenn man die kulturellen Anspielungen vielleicht nicht kennt oder versteht. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, der da bessere Einblicke hat, der auch interessante Wiederbegegnungen hatte mit den Gedichten, namentlich mit diesen Gedichten von Katrin Schmidt. Das war Michael Kratz, den ich, glaube ich, in dem Zusammenhang nicht vorstellen muss. Ein Blick auf einige Gedichte meinte, na ja, das sei so Folklore, dieses ist... eine gewisse Anbiederung an die russisch-deutsche Völkerfreundschaft. Dieses Gedicht hat er ausgenommen und auch dieses neuere hat er verteidigt. Gesagt, das ist auf jeden Fall eine Würdigung, meinetwegen eine trotzige Würdigung, so hat Michael Kratz das genannt, von Volker Braun durch Katrin Schmidt, die sich damit sicherlich keinen Gefallen getan hat. Also eine gewisse Mutigkeit steckt dahinter. Mir gefällt der schnoddrige Ton. Mir gefällt, dass sie aus der Situation, sich jetzt hier vorzustellen, wirklich nicht das Maximum rausholt. Und zwar nicht, weil sie es nicht kann, sondern weil sie es nicht will. Weil sie eine sehr, sehr trotzige, eigensinnige Dame damals war und geblieben ist. Über ihre politischen Äußerungen möchte ich an der Stelle kein Wort verlieren. Ich teile das in keiner Weise, achte sie aber sehr, sehr hoch, die Kollegin Schmidt. Das Gedicht heißt Ibikus. Die Kraniche des Ibikus kannte damals jedes Kind. Ich glaube, in West wie in Ost, man wurde da durchgepeitscht. Zu unserer Generation war es nicht mehr. Ich musste das nicht lernen. Ich habe das freiwillig gemacht. Die Bürgschaft mussten wir lernen. Ja, ich bin halt ein Schiller-Fan. Da macht man sowas freiwillig. Braucht man gar nicht die Schule. Ibikus heißt es. In meinem Rücken reckt sich eine Wirbelsäule auf, das Rückgrat, dran ich wandre, mein heilger Stab, an dem ich keines Gottes Fälle fühl, aus welchem Regium ich immer komm. Mir nützen weder Vogels Kopf noch Kropf. So vollgesackt mit wenig Hirn und lauter Dreck, da machen die paar Flügel mir den Kohl nicht fett genug, um oben auf zu sein. Entkommen will ich nicht, weil mir kein Fluchtweg stimmt. Was also, als der Leier Seiten zur Fessel zu verdrehen? Mein Kehlkopf ist nicht Kopf genug und viel zu wenig Hand. Der Abschluss soll die Diskussion darüber aber nur eröffnen. Ich habe jetzt so ein paar Angebote gemacht und könnte mir vorstellen, dass Fragen bestehen. Mara? Hier prangt so ein Herz hinter dem, an dem ich keines Gottes Fülle fühle. Ich finde das so, so schön. Ja. Ich finde die Sprache, ich muss auch dir zustimmen, ganz kurz, sehr, sehr stark. Ich finde es auch auf eine Weise sehr beeindruckend, wie sie mit, also sozusagen mit den Klängen, den Konsonanten und sozusagen eine Kraftbewegung formuliert. Ich finde das ganz großartig, aber ich sehe das jetzt eher als einen Aufstand gegen die Schillersche, also weiß ich nicht gegen Schiller, aber gegen ein metaphysisches Verständnis von Poesie. Und das ist halt Materialismus pur, ja. Meine Wirbelsäule, weit wenig Hirn und so weiter. Da ist nichts am Himmel, sondern ich bin hier auf Erden mit meiner ganzen Erdenschwere. Und das wird hier ganz wunderbar und elegant. Elegant ist das Stichwort. Gezeigt. Ja. Sie hätte viel mehr Worte nehmen können. Und die Frage ist wahrscheinlich weniger, was es bedeutet, sondern was macht man mit diesem vorgefundenen Schillermaterial? Was macht man damit, wenn man nicht, Michael Kratz hat es so ausgedrückt, nicht Subjekt der Volksbildung Margot Honeckers werden möchte? Wenn man nicht an diesem Mainstream teilnehmen möchte. Das war sie damals schon nicht. Heute ist Mainstream was anderes und ja, wir sind wahrscheinlich ein Teil davon, keine Ahnung. Ich sowieso. Stichwort Anarchismus. Ja. Wir müssen weiter. Zu jemand, der noch eine andere Farbe hineinbringt, nämlich zu Amanda Stewart, einer Australierin, die hier auch schon zu Gast war. Und ich hatte vor vielen, vielen Jahren das Privileg, sie beim Poesiefestival einem Autorinnengespräch zu moderieren. Das ist nun wirklich, ja,
sie kann viele Töne mit ihrer Stimme erzeugen, aber es hängt an ihr. Also man kann diese Texte nur bedingt selber vortragen. Deswegen fangen wir vielleicht damit an, sie einfach gleich zu hören. It Becomes, July 1981. It's outrageous. I mean, with all this, I mean, it's all this. Oh, it's just disgusting. It is. Off the air. Incredible. Off. Horrific. Typical. I mean, it's amazing. It's Thatcher, Fraser, Reagan, right-wing, war, wedding, rebellion, brutality, police, Kappa, feudal, SM, macho, monopoly leaders, war news control. I mean, it's because, and it's, I mean, it is. I mean, and it is. It is. It. Also Amanda Stewart habe ich sehr stark so im Zusammenhang mit der Lautpoesie und der neuen Musik Szene und der Lautpoesie verhandelt in der neuen Musikszene und sowas kennengelernt, weiß ich nicht, mit Mitte, Ende 20 oder so, und dann eben ganz lange gar nicht mehr so richtig an sie gedacht. Ich finde es sozusagen, glaube ich, in Bezug auf dieses andere Beispiel, was wir gerade hatten mit der konkreten Poesie und den Frauen, da auch wieder sehr... also sichtbar. Das gibt sozusagen innerhalb dieser Lautpoesie-Szene eigentlich doch sehr wenig Frauen, die wirklich richtig erfolgreich ihr Ding machen konnten, international. Und Amanda Stewart gehört da eben dazu. Das ist aber ein ganz wichtiges Beispiel. Und sie hat eben auch selber in einem Interview gesagt, dass sie sich gar nicht unbedingt gerne begrenzen lassen will oder reduzieren lassen will auf dieses Soundpoet-Ding, sondern dass sie da eben so verschiedene Arbeitsbereiche für sich sieht. Und da eben ist sie, glaube ich, dann auch, eben als sie dann sehr gefragt war in den 90ern, 80ern, 90ern, Nullerjahren, auch als Interpretin, einfach als Virtuosin sozusagen, als Sprechvirtuosin gebucht worden, Sachen, Kollaborationen gemacht. Und sie sieht sich aber eigentlich schon auch als Dichterin, als Spracharbeiterin, die eben mit den Extended Language Techniques arbeitet. Also das meint sie wohl auch ein bisschen ironisch. Also man spricht in der neuen Musik ja auch von erweiterten Verfahren, erweiterten Klangspieltechniken. Also erweiterten Spieltechniken so rum. Und sie macht das eben mit ihrer Stimme. Und da steht sie sehr im Zeichen dieser, sagen wir mal, formalistischen 90er-Jahre-Zeit, in der sowas einfach auch sehr, vielleicht so in gewisser Weise sehr aufgeblüht ist, auch im Zusammenhang eben mit Notationsfragen und der neuen Musik. Und jetzt dieses Beispiel, It Becomes July 1981. Ich finde, dass, ich weiß sozusagen gar nicht, ob sie es in den 80ern geschrieben hat. Das ist aus ihrer Poetry-Sammlung, IT, Selected Poems, 1980 bis, also 1980 bis 1996. Und vorher schon in der Penguin Anthology erschienen, 1986, also es ist definitiv in den 80ern entstanden, bezieht sich aber eben so auf diesen sehr seltsamerweise spezifischen Monat im Jahr 1981. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, also ich habe versucht sozusagen rauszufinden, was könnte da ein politisches Ereignis gewesen sein, auf das sie sich ganz konkret bezieht. Ich habe Ich habe da wirklich Probleme gehabt. Also es gab einerseits eben ein Zusammentreffen von Thatcher und Reagan, wo sie beschlossen haben, sozusagen aufzurüsten, Raketen aufzurüsten, also den B-1-Bomber oder was weiß ich, D-5 statt C-4. Dann gab es das G-7-Treffen in Ottawa im Juli 1981. Und da gab es eben auch sehr...
heftige Riots in England, also die sogenannten 1981 England Riots, also speziell dann im Juli in Liverpool. Das kann sozusagen, also das waren eben Aufstände der... Auch immer wieder Streiks. Streiks. 84 dann den... Naja, aber es ist jetzt Juli 1981. Ja, ich weiß, das sind was die Vorläufer. Ist da, ne, was ist da genau? Also zum Beispiel auch das Sparprogramm des US-Haushalts wurde irgendwie vorgestellt mit massiven Milliardenkürzungen. Sowas. Also was ist das jetzt hier eigentlich genau? Und ich hab dann irgendwann gedacht, nee, ich habe es in einem Interview auch gelesen, dass es wohl offensichtlich tatsächlich um eine Art... ja, tatsächlich so Wiedergabe von News-Klischee geht. Und deswegen habe ich an der Stelle gesagt, okay, diesen, falls man sich dann noch daran erinnern kann, in dem Vortrag, da gibt es eben sozusagen eine Stelle in dem Gedicht, in dem alles, in dem so Wörter, Schlagwörter, Keywords total zusammenschmelzen. Die werden dann im Schriftbild, falls man das einblenden kann, im Schriftbild eben zusammengezogen zu letztendlich einem Wort. Sie liest das als sehr, sehr schnell. Und dadurch entsteht so eine Art Merge oder Morph und auch eine Art Wedding. Das Wort Wedding kommt ja auch vor, also eine Art Vermählung zwischen so Thatcher und Reagan. Ich würde hier Reagan drin sehen, obwohl es Reagan heißt, aber also Reagan. Und Police, Feudalism, Macho, Monopol, Leaders und so weiter. Also das sind im Prinzip eine Art, ja, wie Vexierbild zwischen spezifisch und spezifisch politischem Geschehen in diesem Juli 1981, was in dieser Lesart, fände ich, aber auch durchaus so stehen bleiben könnte. Also das ist eine Art... aus dem Bild rausgezoomte politische Erregung, die hier performt wird und sozusagen gerahmt wird durch die repetitive Struktur von it is, also diese Art Jetzt, diese Jetzt-Figur von Atemlosigkeit und ja, performativer Repetition. Ja, dieses Staccato-hafte ist ja dann im Jahr darauf, 82, tatsächlich kriegerische Wirklichkeit geworden im Kampf um die Falklandinseln. Richtig. Beziehungsweise Malvinas, je nachdem, wie man das sehen möchte. Ich finde auch, dass es was Martialisches hat. Man könnte es sozusagen im Schriftbild auch verstehen als tatsächlich Hagel, Bombenhagel. Einschläge auf jeden Fall. In irgendeiner Form sind das auf jeden Fall Einschläge, akustisch. Ich dachte zuerst an Kriechtitel, also wie ist das bei CNN und BBC und überhaupt, die haben es, glaube ich, etabliert, CNN, heutzutage gang und gäbe ist, aber das gab es damals noch nicht. Und das ist einfach so ein Abspulen von Feindbildern und das wirklich wie im Schnellvorlauf, als wie eine Liste, die sorgsam aufgeschrieben wurde und dann so mit Tonschnellvorlauf. Stimmt. Mit diesen zischenden charakteristischen Geräuschen. Ich kann das jetzt gerade nicht nachmachen. Ist sicherlich eine Ästhetik, die übernommen wurde. Also naja, es ist eine Erregung, die gar nicht dazu kommt, das auszusprechen, worum es geht. Deswegen finde ich es vielleicht sogar müßig, daran zu fragen, was eigentlich der Referenzpunkt dieses Gedichtes ist. Ja. Und man kann sich das sowohl vorstellen, als jemand, der am Stammtisch sitzt und sagt, ja, oh, it's disgusting. Und dann, es verstummt ja immer. Also dieses Gedicht macht erst den Fokus auf und dann schließt es sich das Ganze wieder. Es könnte aber natürlich auch jemand sein, der sich tatsächlich empören will und seine Empörung nicht mehr kontrollieren kann. Also das ist von allen Seiten lesbar, aber ich würde es nicht mit politischen Botschaften überfrachten. Nee, das würde ich auch nicht, aber ich würde sagen, dieser Titel, der gibt einen gewissen Hinweis, dass es um was Konkretes geht. Alltagsgestus. Ja. Also Juli 1981, da würde ich dann sozusagen als lauterer Leser erstmal überlegen, was war im Juli 1981. Eine Artikulation von Ohnmacht, ein Empowerment dadurch, dass man überhaupt erstmal Ohnmacht artikuliert, kann man überhaupt diesen Zustand verlassen. Das ist also keine Überinterpretation, denke ich mal. Nö, ich glaube auch nicht, dass ich es politisch überinterpretiert habe. Nee. Nö. So, und zum Schluss also der 80er Jahre. Politikrezeption. Ja. Zum Schluss der 80er Jahre auch noch jemand, der es nun definitiv, aber ausgerechnet nicht in diesem Gedicht politisch gemeint hat, nämlich Ronald M. Czernikow. Ja, der eine komplizierte Ost-West-Geschichte gelebt hat. Daher international, also zwischen zwei deutschen Nationen, die es damals gab, oder
zwischen den zwei Deutschlands hin und her wechselnd. Ich hatte einen anderen Text, dieser hat sich mir aber aufgedrängt, weil ich das unverdiente Privileg habe, mit einem guten Freund von Ronald M. Tschernikau, mit Stefan Ripplinger, eine Korrespondenz zu pflegen. Und er, Stefan, hat mich auf diesen Text gebracht, weil er in die Frankfurter Anthologie aufgenommen wurde. Er hat da seine Ideen, warum das so ist, ob das jetzt im Sinne von Stefan wäre, dass ich das referiere. Ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Der Text hat mir erstmal unabhängig davon, was über ihn in der Frankfurter Anthologie notiert wurde, wo ich in vielen Punkten mitgehe. Gisela Trams hat es, glaube ich, geschrieben. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, Gisela Trams war es. Und dieses Uwe so nett ist natürlich eine wunderbare Dekonstruktion. Ich habe es deswegen, erstmal noch zu der Textauswahl, ich habe es deswegen genommen, weil ich nicht die ganze Zeit Gedichte aus Gedichtbänden vorstellen möchte. Das hat so einen Fetischismus irgendwann. Ein Gedicht ist nur dann wertig, wenn es in der Sammlung steht und nicht etwa alleine. Wenn es so ist, dann muss man sich auch die anderen Texte angucken und die Korrespondenzen. Hier ist es ein Text, den er offenbar nicht zur Publikation vorgesehen hat, aus dem Jahr 1986 etwa, steht da sogar im ungefährer geht es gar nicht. 86, muss man vielleicht noch dazu sagen, ist er zum Studium zugelassen worden am Vorgängerinstitut des Leipziger Literaturinstituts, am Moment, jetzt muss ich aufpassen, Institut für Literatur Johannes R. Becher. Auf Vermittlung von Peter Hax. Auf Vermittlung von Peter Hax, den er sehr bewundert hat, und das aus Gründen, aus sehr guten Gründen sogar. Uwe Sonett. Das Warten, warten lassen, kommen, doch das Funkeln deiner Augen beim zu spät, das Rätseln, rätseln lassen, dass es geht, das unbegreiflich nahe und das noch, das Weggehen, das Entziehen, das Vergehen, das Greifen an die Hüfte unterm Tisch, das Einverständnis, fern, verschwörerisch, das Lassen, das Bedeuten und das Sehen, das Heimkehren und das Greifen in dein Haar, das Wiedergreifen, du in diesmal meins, das Küssen schnell und das danach und keins, das endlich auf das Bett und es ist wahr, das Werfen meines Kopfes nach zurück, das Lachen, das Bedrängen, es, das Glück. Klangvoll, ohne Frage. Wenn man den Titel nicht wüsste, würde man sagen, ja, ein ganz normales Sonett. Es ist vielleicht sogar schon über den Punkt, wo das klassische Sonett sich rausgewuchtet hätte. Da geht es ja nun gerade um die Kompensationsbewegung für den unterbliebenen Koitus zwischen klassischerweise in der Zeit, als es erfunden wurde, das Sonett zwischen zwei unterschiedlich geschlechtlichen Personen. Hier haben wir das Schmachten, aber auch den kompletten Vollzug. Das Unerhörte ist es 1986, muss man dazu sagen, gab es den Paragraphen in Westdeutschland 175, der homosexuelle Handlungen verboten hat. Insofern allein diese drei Buchstaben Uwe so nett machen das zu einem Politikum im Jahr 1986. Und leider ist es auch heute noch so, weil es Menschen gibt, die der Meinung sind, das ist nichts, was die Natur gewollt hat, was Gott vorgesehen hat. Und insofern hat es leider, muss man sagen, an Aktualität nichts, an Brisanz nichts eingebüßt, wenn das auch sicherlich im Außerliterarischen beheimatet ist. Aber abgesehen von diesem außerliterarischen Brisanz ist es eine nicht nur eine Partitur. Ich sehe mir das auch gerne an, nicht nur, weil ich verschiedenste Arten von Sonetten kenne durch eigene Erzeugung und vor allen Dingen sehr viel mehr durch Fremdlektüre, sondern weil die
die Worte landen. Es ist, über Endreime redet man viel zu wenig, finde ich, über solche Formalia. Dieser Wechsel von ganz banalen Füllwörtern beinahe, das doch, das noch hat schon viel eine existenzielle Bedeutung, die Beziehung besteht noch. Aber das sind doch eigentlich keine Füllwörter mehr, das sind doch Substantive, oder? Durch ist das. Kommen doch, das Warten lassen kommen doch. Ja, durch doch, dieses permanente das, ja. Den Artikel. Ich lese das als... Eine reine Substantivierung, das stand auch in dem Artikel, das stand auch in dem Artikel von, ich meine, es war Frau Trams. Ja, man kann das so durchgehen. Ich finde, es hat erstmal immer einen gleichen, fairen Anfang. Ja, man möchte nicht eine Zeile übergewichten. Das halte ich jetzt erstmal für eine textstrategische Entscheidung. Und dann sicherlich kann man, ohne, denke ich, zu weit zu gehen, kommunistische Ausrichtung von Tschernikau greifbar werden lassen. Tatsächlich, dass es auch dieses Element gibt, mit dem das gesteuert wird. Demokratisierung nennst du das. Darf ich mal kurz eine These zu sagen, weil ich finde Uwe so nett, das könnte ja auch eine Genrebezeichnung sein. Oder es könnte sozusagen eine spezielle Form von Sonett sein, die eben etabliert ist. Ja. Und das ist das sogenannte Uwe-Sonett. Und wenn man das eben so liest, dann sind diese Artikel eben eigentlich wie Aufzählungen, davon abgesehen, dass es natürlich ein formvollendetes Sonett ist in der Form, aber wie eine Materialliste, wo das Material sozusagen aufbereitet wird oder da auf den Tisch gelegt wird. Und dann ist das nämlich genau der Punkt, dass diese Füllwörter und diese Verben und alles, was da sozusagen noch so passiert, durch diese Substantivierung zu einem Gewicht kommen, die sie sonst irgendwie nicht haben. Also sozusagen, dass in diesem speziellen Genre, das Uwe-Sonett heißt, dann sozusagen jedes dieser Wörter haben eine gleichwertige Wichtigkeit. Das finde ich einfach auch als Liebeserklärung schön. Als Vorstellung, dass sozusagen jede kleinste Regung, jedes Anfassen des Haars eben eine ungeheure Wichtigkeit haben. Das performt das Gedicht sozusagen dadurch. Ja, er möchte nicht parodieren. Er nimmt diese Form sehr ernst. Und zwar so ernst, wie Becher sie ernst nimmt. So ernst, dass er am Ende sogar das Wort Glück setzt. Ne? Ja, also, und Wahrheit. Wahrheit und Glück, um nichts weniger geht es ihm. Ja, ja. Das sind Ansprüche, die sind, denke ich mal, in der Zeit, vielleicht hat er es deswegen nicht publiziert, wir wissen es nicht, wir müssen nicht spekulieren, warum hat er sich vielleicht der Lächerlichkeit sonst preisgegeben gesehen. Aber ich glaube, das war ihm auch egal. Ich keine Ahnung, also jedenfalls aufgrund von mangelnder Durcharbeitung oder weil es ästhetisch nicht überzeugt, wird das nicht publiziert haben. Ganz bestimmt nicht. Vielleicht hat das damit zu tun, dass dieser Uwe ja nicht sein Lebensgefährte war, sein eigentlicher, und er es deswegen unter Verschluss gehalten hat. Nun, Uwes gibt es natürlich auch viele, das muss man... Es gibt ganz viele Uwes, aber das werden wir jetzt nicht mehr klären und schließen jetzt die 80er Jahre. Wir kommen in die 90er Jahre zu einer alten Bekannten, nur mit einem wieder neuen Ton, nämlich zu Barbara Köhler aus ihrem zweiten Band Black Box. Vielleicht fangen wir mit dem Gedicht an und reden dann darüber, worum es da überhaupt geht. Ja, also das Gedicht heißt Anima in Kapitelchen, Großbuchstaben. Mein einäugiger König, sieh mich an mit beiden Augen, gib mir mein Bild wieder, die Doppelseele, die Augen, Püppchen, zwei schön bunte Spiegel in deinem Gesicht. Halten mich, das kannst du nicht sehen und glaubst, was du siehst, nicht dein Bild. Nur mit anderen Augen, mir kannst du dich glauben, so spricht die Liebe, lächelt abgründig, fall ich dir zu. Ja, das fiel mir jetzt selbst auf beim Lesen, was das für ein klassischer Sound ist, auch mit den Zeilenbrüchen. Das war aber tatsächlich damals etwas und beziehungsweise ist, glaube ich, auch immer noch was Barbara Köhler so mit initiiert hat und mit reingebracht in die deutschsprachige Lyrik. Davon abgesehen, dass sie da sehr viele Errungenschaften auf verschiedenen Feldern verbucht, ist aber diese Technisierung von vordergründig, vermeintlich, offensichtlich poetischen Situationen, hier zum Beispiel,
dass es mit Mein einäugiger König beginnt. Das löst bei mir sofort die Assoziation aus, dass es ein Liebesgedicht irgendwie sein muss oder sein kann. Gerade weil es um den Blick geht und das sich angucken und das Auge. Und weil eben in der vorletzten Zeile auch die Liebe prangt als Wort. Es ist aber sozusagen durch ihre Techniken, diese Methoden von sozusagen, würde ich sagen, sehr diskreter Fachsprachlichkeit. Also das Material, das Sprachmaterial ist hier jetzt überhaupt nicht kompliziert. Und trotzdem gibt es eben bei ihr so, also zum Beispiel das Wort Püppchen, das könnte eben vordergründig erstmal auf die kleine Puppe oder so hinweisen, ist aber, glaube ich, in Bezug auf die Auge mit Pupille zu verstehen. Und diese Sehbewegung, die dieses Gedicht beschreibt, bezieht sich, würde ich sagen, auf ein Fotografiertwerden, also auf einen sehr technischen Vorgang der Abbildung oder des Anblickens. Also die, der einäugige König wäre dann in dem Fall das Objektiv. Und die Augenpüppchen, die Doppelseele, das wären dann die in den Augen, in den Pupillen gespiegelten Verdopplungen des Objektivs. Sozusagen, dadurch wird es sozusagen der einäugige König zum Du, zum Anderen. Und tatsächlich vielleicht zu einer Art Liebessituation, weil es vielleicht eventuell um Selbstliebe gehen könnte. Was ich dann sozusagen wie eine schöne Vorwegnahme finde, dass dieses Gedicht, was ja Barbara Köhler viel gemacht hat, dass sie in diesen ganz strengen Blocksatzformen geschrieben hat, dadurch hat das Gedicht in diesem Fall die Form eines Smartphones, finde ich. Und das hat irgendwie schon sowas von dieser Vorwegnahme, dieser bestimmten Form von Eitelkeit, eben der Abbildung des Bilds, das man von sich selbst irgendwie generiert und aber auch wiederum rezipiert. Und zusammen mit dem Titel, das weiß ich nicht, den Titel konnte ich nicht so ganz zuordnen, weil Anima, das ist ja ein Archetyp von C.G. Jung, ne? Anima Animus. Ja, ich glaube, das ist viel einfacher. Also ich glaube, die Spur mit der Kamera ist völlig richtig, darum geht es. Aber es geht um die Anima als Seele. Ja. De Anima, Aristoteles, schon da fing es an. Und es ist ja eine alte Vorstellung, gerade von indigenen Bevölkerungsgruppen, dass man ihnen beim Fotografieren die Seele, die Seele stiehlt. Absolut, genau. Und das, so einfach lese ich das hier. Ja, aber ja? Wir haben noch richtig, das ist absolut Es ist richtig. Nein. Mir ist beim Sprechhören, ich habe es mir mehrmals vorgelesen und du hast auch Sound gesagt. Das finde ich fast auch schon übergriffig, wenn es nicht sich um Barbara Köhler handeln würde. Sie hat diese bestimmte Form von timbriertem Sprechen, dieses ich bin meine eigene Regel. Es geht auch nicht darum, dass man nach den Regeln der Sprecherziehung spricht, sondern dass man einen Singsang nicht erzeugt, sondern ich hätte beinahe gesagt, ein Singsang ist im allerbesten Sinne. Die Anima kommt durch die Stimme. Das ist die Anima, das ist die Stimme von Köhler. Wenn wir uns vorstellen, wie sie diesen Text spricht und diese Art und Weise, die diesen Sound gesetzt hat. Das wäre bei anderen wirklich übergriffig, zu sagen, von einem Ames-Sound zu sprechen oder von einem Genschel-Sound zu sprechen, würde die Vielfältigkeit kaputt machen. Naja, Moment, da muss ich einhaken. Ich habe Sound gesagt, weil ich finde, dass es etwas schon vorwegnimmt oder sozusagen erst überhaupt ermöglicht, was dann sehr viel später sich zu einem Sound entwickelt hat. Ich habe jetzt beim Lesen gemerkt, dass ich einen speziellen Lyriklesungssound hier reproduziere. Darauf wollte ich hinaus. Und damit, das meine ich nicht, das will ich nicht der Barbara Köhler ankreiden, sondern ich will damit nur vermuten, großes dass sie sehr viel Einfluss sozusagen hatte auf nachfolgende Generationen. Ja, großes und Missverständnis. Das war keine Kritik. Ja. Das war eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Nur worin die Anima besteht, das war ja deine Frage, das habe ich zumindest mal heuristisch versucht. Dass sie für Seele steht, ist mir durchaus wohl bewusst. Das ist mir klar, aber worin die Seele stecken mag, habe ich versucht zu plausibilisieren, dass es in dieser Stimme, die du ja auch versucht hast nachzuahmen, weil dieser Sound fest dazugehört
zu diesem, und zwar der Klang ihrer Stimme, den man in der Weise ja nachempfinden muss oder nachahmen muss. Sonst ist genau, auch gerade bei diesem Gedicht, fehlt genau das. Denn jeder sagt, ja, wo ist denn da eine Seele? Doppelseele? Das ist bei Rasp hat nach dem Witz gefragt, das wäre hier der Witz. Anima ist auch ein technischer Ausdruck? Ja, aus der Psychoanalyse. Nee, als der Begriff für Kern. Weil da bin ich nicht gekommen in meiner Recherche. Also ich denke, dass da Google Anima so. Google mal Anima, danke. Gut, okay. Bleiben wir doch gleich mal bei der Stimme. Also es ist sicher richtig, dass Barbara Köhler diesen Gedichten in all ihren Tonlagen ihre je eigene Stimme verleihen konnte. Aber das gilt fast noch mehr, finde ich, für jemanden, den wir noch nie in dieser Reihe hatten, erstaunlicherweise, obwohl er doch ein kleiner Gott für viele jüngere Dichter ist, nämlich Ulf Stolterfoht. Oder ich würde mal sagen, ich habe seine Gedichte zum ersten Mal richtig verstanden, als ich es von ihm gelesen hörte. Und seitdem kriege ich diese Stimme auch nicht mehr aus dem Kopf. Also dieses leicht schwäbische. Warme, die Wärme. Die Wärme. War in der Stimme beider, oder ist. Bei Ulf, der ist zum Glück noch unter uns. Bei Barbara Köhler wäre es gut, sie wäre noch da. Aber nun, man kann sich vieles wünschen. Der Text von Ulf heißt Lyrikverherrlichung. Lyrik ist eines meiner, das könnte angekommen sein, Lieblingsworte. Und wenn sie dann auch noch verherrlicht wird, dann schaue ich besonders genau hin. Sieh an, aufbäumend, praktisch Zeugungsbewegung vollführend, denkt man. Pferd vielleicht und kurz darauf tatsächlich Hengst mit Gegenstück. In verfänglicher, hieße die Situation zu verkennen, so kreatürlich, so mardernackt Maus, dann reißt Gazelle, dann keine Landschaften als die, um Ausschweifungen zu verüben und so weiter, auf die Stute helfen, mit Tieren verkehren, schauerliche Aufzählung dessen, was heraus, was abgeschnitten wurde, beide Daumen gebrochen, in Klammern Pianist, und Metzgerschürze. Weh uns voran beherzte Selbstverstümmelungen hier, vorab die entmannt Umstände, Drahtschlinge, Rebmesser, diverse Äxte, meistens stumpf, in Klammern, und wer an Gedärme denkt, wird bald darauf Gedärme lesen. Er weiß, die Quellen hervor sind nicht mehr ganz frisch, von Aasliebhabern oft umringt. Er weiß es doch zu schätzen. Er weiß es doch zu schätzen. Das Pulsen, das Pumpen sehnt sich so sehr danach, gefressen zu werden, um endlich Bestandteil zu sein, ein Schleim zu sein. Sei, hört man, durchaus was Feines. Oder ein faulender Apfel, ein richtiges Blut, um sagen zu können, sieh an, ich bin ein richtiges Blut. Es fließt, aber kaum, es pulst nicht und pumpt und hat auch, was bekannt ist, keine Hippe. Aber die Wörter denken, aber immer die Wörter denken, wie Fachausdruck, auch Schlauch. Also abzüglich des schwäbischen Lokalkolorits war das schon sehr nah am Stolterfoot-Sound. Vielleicht fast schon zu expressiv. Ich würde sagen, Ulf hätte mehr Ruhe drin, aber dieses Gedicht kann mich ja nicht ruhig lassen, weil eines meiner Lieblingsreizworte drin ist. Und genau das ist es ja nun nicht, Lyrik. Lyrik, wenn man sagen wollte, etwas, was eine gewisse Dignität ausstrahlt, was auch einen gewissen Respekt einfordert, was auch eine Autorität beansprucht, natürlich auch im allerbesten Fall versucht einzulösen. All das ist Ulf Stolterfoht nicht. Ist es nicht in den Fachsprachen? Ist es nicht im Holzrauch über Heslach? Ist es nicht in seinen Manifestparodien? Er ist das, was man beinahe ein Lyrik-Buddha, könnte man sagen. Ich hatte das Glück, ihn als Lehrer in Leipzig erleben zu dürfen. Das war eines meiner ersten Seminare, und dort waren wirklich Gestalten, so wie ich, die, mit denen man es nicht einfach hatte. Und Ulf ist mit uns klargekommen. Der hat das geschafft, hinterher auch noch mal eine Situation zu kreieren. Ich muss jetzt ein klein bisschen anekdotisieren, weil das auch sehr viel mit dem, was in der Lyrikverherrlichung drin ist. Das ist nicht nur ein Draufhauen auf den hohen Ton, sondern das ist auch es gibt auch diese Faszination. Ulf weiß, wo die Faszination für Lyrik ist. Er
spricht auch Lyrik aus, auch ich glaube, er meint aber nicht Lyrik, wenn er Lyrik sagt. Nicht in diesem Sinne ehrfurchtgebietend einschüchtern. Was Ulf schreibt, das macht Lust zu schreiben. Das gilt übrigens für alle diese Texte, die wir hier heute verhandelt haben. Das schüchtert nicht ein, das will nicht deinen Respekt, das will dich nicht auf Knien sehen. Ich habe Ulf mal gefragt, was ist denn die Lieblingsreaktion? Was ist denn das Ideal für dich nach einer Dichterlesung? Ja, dass die Leute lachen. Und ich finde, das ist nicht banal. Das ist überhaupt nicht bei. Aber das Gedicht ist nicht. Lachen währenddessen, wollte ich nur sagen. Ja. Es gibt, glaube ich, keine Lyriklesung, bei der so viel gelacht wird wie bei Ulf Stolterfurt. Das mag sein, ja. 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 Aber auch Lachen ist ja auch immer ein Ausdruck von Verzweiflung, ne? Naja, bei ihm nicht. Das hört man aber am Lachen. Das hört man am Lachen. Er hat es nicht spezifiziert. Er hat es nicht spezifiziert. Mhm. Nein. Ja. Du hast den Text nicht verstanden, meintest du vorhin. Ja, ich habe gesagt, ich habe den Text nicht verstanden. Ich habe ihn, aber ich finde ihn auch sehr, nicht so typisch, Stolterfurt, falls man das sagen kann. Aber jetzt habe ich ihn ein bisschen besser verstanden. Lyrikverherrlichung, vielleicht auch sowas wie Anwendungsbeispiel oder so. Also Lyrik zusammengeschnurrt. Ja, schon ein paar Feinbilder drin, ein Schleim zu sein, ist ja Ben. Also, dass das eine Ben-Hommage ist, dass wir unsere Urahnen wären, und dann kommt der Schleim. Okay, wo jetzt die ganzen genauen Zitate drin versteckt sind, das habe ich... Ich glaube, es gibt hinterher... Springt mich nicht an. Ich sehe aber sozusagen, was das Gedicht... Der faulende Apfel des Schiller, Entschuldigung. Was das Gedicht auf sozusagen der Sprechaktebene macht, ist ja immer wieder, es beschreibt ein irgendwie... Vermählungs-Vereinigungszustand oder Vorgang. Und darin, und der ist irgendwie mehr oder weniger, wenn man so will, drastisch eingekleidet, aber wo es immer wieder dann drum geht, ist, dass spezielle Wörter sozusagen als Wörter sichtbar gemacht werden, als Sprache vorspringen, sichtbar gemacht werden, als Sprachvorgang, Sprechvorgang oder Denkvorgang sichtbar gemacht werden. Zum Beispiel durch die Anführungszeichen oder durch das direkte Benennen von zum Beispiel dieses Wer an Gedärme denkt, wird bald darauf Gedärme lesen. Also da beschreibt er ja oder nimmt ja Vorgänge in der Rezeption, in diesem Lesen vorweg und damit macht er aber auch dann die sprachliche Ebene reißt er auf und reißt sie jetzt nicht nur für dieses Gedicht dann auf, sondern eben auch für diesen Sex oder was das beschreibt. Das finde ich nämlich irgendwie ein bisschen komisch, was mit der Stute und dem Hengst, da kann ich geschmacklich nicht so viel mit anfangen. Aber einerseits genau, er plausibilisiert das ja. Also dadurch, dass er eben sagt, okay, hier geht es darum, die Wörter zu denken, immer die Wörter zu denken und dann passiert etwas, wenn man die sozusagen einsetzt. Das ist LTI, LTI von Klemperer. Sprache, die für dich dichtet und denkt, da gibt es ein ganzes Kapitel drüber. Die Nazis hatten diesen mythologischen Glauben, dass man sozusagen als Deutscher eigentlich beinahe schon geborener Dichter ist. Und genau das wird untergraben. Es wird aus irgendwelchen Tierbüchern zitiert. Reißt Gazelle, kann man sich dazu ergänzen, wird ein Löwe gewesen sein. Löwe reißt Gazelle. Aus irgendwelchen Erdkundesachen. Es wird vor allen Dingen diesem Palandoton und diesem Aussagewillen auch nochmal eine Form aufgedrückt. Das ist ja das, was Ulf zu Recht für sich in Anspruch nimmt. Und deswegen ist er nicht besonders gut Freund mit Frankfurt 2. Mit diesem, du brauchst nur die richtige politische Einstellung. Aber was passiert jetzt hier so genau? Wichtig. Was passiert dann hier genau, Konstantin? Es wird ein Abscheu in eine Form gebracht. Es wird gezeigt, man kann dieser Form nicht entgehen. Das ist nicht möglich. Man kann nicht sagen, wir müssen Dichtung ganz neu erfinden. Er geht aber noch mal einen Schritt zurück und sagt, diese Formierung akzeptiere ich. Ich will auch diesen Rhythmus drin haben, das meinetwegen aus dem Rap gespeist oder was Ulf alles gehört hat, will ich jetzt gar nicht aufzählen oder vermuten. Aber dieser Drive, der drin ist, dass man nicht nur daher schwätzet, vielleicht mal eine schöne Metapher einstreut, ansonsten aber irgendwie Alltagsgegenstände poetisiert, das hat er auch in dem 2007er nochmal über experimentelle Lyrik
nochmal dargetan. Dass man auch nicht am Ende, am Anfang wissen darf, wie es am Ende ausschaut. Dass da am Ende auch Schlauch steht, das wusste Ulf nicht. Und das merkt man diesem Text auch an und das ist was Befreiendes. Dass es da nicht jemand gibt, der ein Reißbrett hat und nach dem wird jetzt wird so ein Textkondensat irgendwie zusammen in bestimmte Weisen angeordnet. Das ist irgendwas, was man heutzutage den Leuten nicht oft genug reinschreibt. Ja, wobei da würde ich bei Ulf Steiderfurth unterstellen, sozusagen, dass er ein Metakorsett hat. Also natürlich nicht für die einzelnen Texte, für die einzelnen Gedichte jedes Mal neu entworfen. Das ist ja ganz klar, sehr ganz offensiv bei ihm, sondern das ist 4 und 5 Zeiler, später 5 Zeiler. Zum Beispiel, zum Beispiel. Oder genau diese Art, diese Methode, dass er die sozusagen, dass das sich selber generiert. Ja, Information, Information. Ja, genau. Um jetzt auch nochmal den Rehfeld-Text aufzunehmen. Gut. An dieser Stelle müssen wir zu jemandem überleiten, der auch ein sehr eigenes Verhältnis zu Wörtern hatte, die als Einzelne dann auch plötzlich dastanden und den Fluss, den es auch gibt in diesen Texten, durchbrochen hat. Wir reden von Hannah Wiener. Sie wird einerseits als Language Poet bezeichnet, was aus meiner Sicht vor allem daher kommt, dass Charles Bernstein ihr besonders verpflichtet war, mir befreundet war, sie mehrfach interviewt hat. Aber ich sehe tatsächlich auch eher dieses Parlando oder New York Poets oder sogar, wenn man so will, der Beats oder der später Beats da drin. Und auf dieser Achse bewegt sich das. Aber trotzdem gibt es einiges ganz Besonderes zu Hannah Wiener und ihrer Person erstmal zu sagen. Ja, also dass ich sie jetzt hier mit reingebracht habe in die 90er, ist insofern ein bisschen weird, weil ihr Hauptwerk schon eigentlich mehr oder weniger in den 70ern liegt, muss man sagen. Da ist nämlich ihre sogenannten Clairvoyant Journals entstanden. Die sind dafür ist sie sozusagen sehr, also berühmt, weil und auch verehrt, weil sie da eigentlich eine neue Form der Notation und also vielleicht eine neue Gattung oder sowas erfunden hat. Hannah Wiener ist auch sozusagen erst über Umwege dann sozusagen dazu gekommen, das, was sie macht, zu machen. Sie ist 1928 geboren. Und hat dann, ich habe hier meine Aufzeichnungen sind sehr durcheinander, hat dann erstmal sehr stark in der Performance-Szene gearbeitet, war mit Leuten sogar wie Andy Warhol und Philip Glass und Jackson McLaughlin und dann aber eben auch mit Bernadette Meyer befreundet und hat eben Kooperationen mit denen gemacht, hat Performances mit denen zusammen gemacht, hat so Code-Poetry erfunden, wo es um bestimmte Formen von Codierung geht und Dechiffrierung und hat dann aber in den 1972 aufgrund vermutlich einer schizophrenen Erkrankung Wörter gesehen. Sie hat angefangen, Wörter buchstäblich an die Wand geschrieben zu sehen. Also fast so Belsatzer-mäßig, 8 feet long, hat sie gesagt, also wirklich groß, wie projiziert und hat daraus dann eben entwickelt ihren sogenannten Clair-Style, also dieses hellseherische, dieser Umgang mit dem Material, was ihr dann eben plötzlich irgendwie vor Augen stand und hat daraus die Clairvoyant Journals dann entwickelt, die im Schriftbild eben sehr speziell sind. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, wenn ich das hier mal so zeige, ob man das dann im Film sieht, sonst kann man es vielleicht einblenden. Und was ich da jetzt ausgewählt habe, die Pages, das ist sozusagen ihr Spätwerk, bricht das so ein bisschen runter, ist ein bisschen ruhiger im Schriftbild, aber es geht im Prinzip immer noch um dieselbe Form von Sprachbeziehung, als etwas, was, also wenn man Sprache jetzt als Materialität versteht, was wir ja schon in verschiedenen Beispielen jetzt hier hatten, dass es einfach wirklich Arbeitsmaterial ist, dann ist das in ihrem Fall nochmal ein
ganz speziell sinnliches Material oder eben übersinnlich, ein heilendes. Also sie hat ihre Wurzeln eben so in, als Native American, so einerseits, dann andererseits auch jüdische Wurzeln. Also sie war dann immer auch aktiv in der American Indian Movement zum Beispiel. Also sie interessiert und nicht nur interessiert, sondern sie geht davon aus, dass es sozusagen heilende Prozesse gibt im Umgang mit eben diesen Materialien. Und worum es hier jetzt geht bei Page, ist tatsächlich auch ein Feld, das sehr, sehr traurig ist, denn die sind entstanden nach dem Tod ihrer Mutter und ihrer Tante, wo sie irgendwie eine innige Beziehung gehabt haben muss, auch in ihrem Heimatort. Und da ist 1984 die Mutter gestorben und 1985 die Tante. Und sie hatte wohl auch einen kleinen Bruder. Das heißt, dieses Material, was hier entsteht, enthält unter anderem das Wort Sis für Sister. Das heißt, es ist eine, weil wir es auch schon hatten, Biografie, persönlich Bezug und so. Es ist sozusagen eine ganz bestimmte Ebene von persönlichem Sprachmaterial, das hier aber so arrangiert ist, dass man als Außenstehender gar nicht unbedingt sofort eine Methode daraus ableiten kann, wie das jetzt bei Ulstelder zum Beispiel der Fall gewesen wäre. Und auch hier habe ich, wie bei den Revolutionary Letters, random ausgesucht, eine Seite 45 aus den Pages. Das sind sehr, sehr viele genau so ungefähr so funktionierende Textsituationen, die eben eine große Sammlung entgeben und sich da so aufhalten. Ich würde gerne der Stelle einhaken. Sind es Traumreste? Weil du sprichst von einer Krankheit. Das ist Schizophrenie, ganz ohne Zweifel. Hat sie Drogen genommen? Denn das ist was sehr Unterschiedliches, ob man das von außen induziert oder ob das sozusagen endogen ist. Ob da man nicht anders kann oder ob man diese Situation sucht. Wie ich dich bisher verstanden habe, ist sie heimgesucht. Ich habe erkrankt in Anführungsstrichen gesetzt. Also das nehme ich auch zurück. Das meine ich natürlich nicht so. Also ich glaube, sie würde das auch überhaupt nicht so sehen. Ja. Naja, darf ich da einhaken? Also in Anführungsstrichen, über Schizophrenie von erkrankt zu sprechen, finde ich gefährlich. Ja. Sie wollte von dieser Erkrankung Zeit ihres Lebens nichts wissen. Sie wollte das von der künstlerischen Leistung immer völlig getrennt halten. Ich glaube aber, dass diese Texte, vor allem diese Partituren, ja, die drei Stimmenverfahren, Open Books und sowas, die lassen sich als Eingebungen, ja, die von höheren Stimmen diktiert wurden oder von visuellen Eindrücken, die lassen sich tatsächlich nicht ohne eine wirklich substanzielle psychische Erkrankung denken. Das heißt nicht, dass man sie dadurch entwertet, aber ich glaube, die Art und Weise der Genese ist wirklich konstitutiv dafür. Ja, es gab aber schon mal einen Skandal vor 10 Jahren in Klagenfurt, da wurde das Wort Googing nur erwähnt. Ich weiß leider nicht, wer es war. Das hat sofort zu Entrüstungsstürmen geführt. Wir müssen insofern vorsichtig sein. Ich würde es auch nicht verharmlosen wollen. Mir ging es auch um was anderes. War sie sich bewusst, das ist geklärt, dass sie krank ist? Sie war sich dessen nicht bewusst. Sie hat es von sich abgespalten wiederum. Das hat aber mit dem Thema zu tun, dass hier angestimmt wird. Es geht ja um Erwartungshaltung, es geht um Druck, also nicht um irgendwelche Alltagssituationen, sondern hier geht es ja ums Eingemachte. Jemand hat offenbar ihr vorgeschlagen, sie sollte bitte einen Roman schreiben. Nein, also ja, das darfst du, glaube ich, nicht alles so wörtlich sehen. Du musst es wirklich in einem größeren, also Close Reading zum Beispiel ist hier auch vielleicht nicht die Methode der Stunde. Du musst es wirklich in einem Zusammenhang sehen von diesem Konvolut an Text. Ja, gut. Und ich finde zum Beispiel, da gibt es eigentlich auch Ähnlichkeiten zu Methoden von Mayröcker, finde ich. Also sozusagen als etwas, als so sinnlich das Material zu arrangieren und zu
arrangieren, dass es da total schwer wird zu erklären, wie ist das gemacht oder warum hat sie das so gemacht. Das ist sozusagen eine Methode, und da hat Gregor Dutzauer recht, dass es auf so einem Drei-Stimmen-Verfahren beruht. Das habe ich bei YouTube gesehen. Durchzieht von unterschiedlichen Inputs, und die sind dann arrangiert. Mhm. Und die funktionieren eben extrem intuitiv, vielleicht kann man sagen. Dass sie vielleicht da hören wir doch einfach bejaht. Mal, wie genau. Das klingt. Ja. Und ich würde es jetzt, ich habe zu diesem Pages eben auch wieder keine originalen Stimmaufnahmen gefunden. Es gibt aber, falls es noch Zeit gibt, die Möglichkeit, zu hören, wie sie das ausspricht. Sis, I can't write a novel anymore until Sis Death, someone else suggested, long time overweight, introduces, it's a low key, pills off, and waking in the morning. Have you finished your novel? Sis, I almost ended with a picture. Instead, I'm a woman. Big church. The season is skip. Ended season. Sis, mother would smell cocaine. Some child has it in her. It keeps her busy on time. Sis, that's someone who has. She shouldn't be working. She shouldn't, after 50, has name. Is it in hands in pocket? Put it away. Smell. Sis, I mean man. Someone who's in the street without a car. Name has snow in her, keeps secret like older, who is an Indians. Someone else would like a trip offer, sis. She has wisdom in her coat, that means hi, sis. Everyone carries cash in the don't say, hang, continue. Close our experience, sis. That's what they city say in autumn. Mother, say nothing, sis. Old words in sequence study. Boy, do you have the advantage, poetry, style? Also ich fürchte, wir werden es im Original jetzt nicht mehr hören können, aber es lohnt sich, in diese unglaublich breiten Archive mal zu steigen. Es gibt ja wahnsinnig viele Aufnahmen von ihr, fast jedes Buch von ihr ist als PDF vorhanden, das mich ja anzugucken. Und das hat einen ungeheuren Flow, wenn man es hört. Sie hat eine fast mädchenhafte Stimme. Geerdete Sprechstimme, sondern sie ist relativ hoch. Also es wird vor. Oh, das habe ich gar nicht so empfunden. Also mädchenhaft vielleicht die falsche Metapher. Oh. Aber es ist ein sehr eigener Sound, finde ich. Und ich finde, es ist Mayröcker in allen Ehren, die eine Graphomanin war. Also es kommt, glaube ich, schon eher vom Sprechen und vom Mitsprechen mit den Dingen. Es sind ungeheuer alltägliche Dinge, die in diese Texte einfließen und die sie von allen Seiten her mit aufsammelt. Das sind eben mal diese komplexeren Gebilde mit den drei Stimmen oder dann eben mal auch sowas. Ich glaube, dass die wahnsinnig schnell entstanden sind, diese Texte. Naja, die sind eben auch durchzogen von verschiedenen Sprechebenen, definitiv. Aber da würde ich auch widersprechen, sie ist natürlich visuell orientiert, wenn sie die Worte buchstäblich sieht. Dann ist das natürlich ein visuelles Verfahren. Ja, aber das gilt, glaube ich, speziell für diese Clairvoyant Journals und für die anderen Texte in geringerem Maße. Nee, sonst wären wahrscheinlich auch Marker drin. Also wären bestimmte, das wäre ja einfach zu haben, indem man ein Wort kursiviert. Und dann wäre in einer Nachbemerkung diese Angabe zu machen, dieses Wort wurde von... Die Texte sind nicht, visuell sind diese Texte nicht in dem Sinne spektakulär, dass man sagen könnte... Das finde ich gar nicht, dass die nicht spektakulär sind. Sie sind sozusagen diskret, aber ich weiß nicht, ob man da rausschließen kann, dass sie nicht auch visuell sozusagen als Aufschreibeprinzip gedacht hat. Weil ich finde sie nicht unbedingt jetzt nur... Ich finde, sie haben eher was von einer... künstlichen Intelligenz oder so. Also eine sozusagen andere Form von Intelligenz verhandeln. Mhm. Ja. Das ist ein sehr schönes Bild. Da kann ich mich sofort anschließen. Das hat was davon. Wir müssen weiter zu einem der großen europäischen Surrealisten, dem Rumänen Gelu Naum. Den hatten wir hier auch schon einmal in der Reihe, aber mit anderen Texten. Und hier geht es um einen Vasille-Vogel, was wir uns jetzt da vorstellen müssen. Und wir hören das Gedicht zuerst im Original, gesprochen von Ernest Wiechner.
Passerea Vasile. Passerea Vasile zbura peste noi, striga în portavoce, zbor peste voi, sunt în extaz, și-și ducea o aripă la frunte. Passerea Vasile zbura, mă lăsa singur. Vedeam prin geam grădina, paradisul în ceață, dincolo de prag vedeam dansul femeilor de porțelan. Fragilitatea lor mă emoționa profund. Nimeni nu mai zbura peste noi, totul semăna cu o mânușă veche. Apoi din umbră s-a evit stăpâna mohorâtă a grădinii, abia ieșită din sălbăticie. Ar fi putut să spargă dansul, să nu rămână decât cioburi. Era liniște, iubita mea șoptea, ar trebui să calci peste părul meu alb și să te duci în grădină, să izgonești sălbăticiunea. În glasul ei auzeam cum începea cu tremurul. Varul pereților se crăpa, clopoței sunau, soarele de trestii uscate se clătina pe tavane. Pasărea Vasile se întorcea, zbura grăbită pe sub poliță. Era de sticlă și de ceară, cădea din cui nu se spărgea. Intrasem în umbra portocaliei a grădinii, vedeam cum iubita își trecea mâna prin părul ei alb, pasărea Vasile zbura peste mine, cădea, eram de sticlă și de ceară, cădeam din cuib, nu mă spărgeam. Und wir kommen zur Übersetzung von Oskar Pastior, die uns Konstantin Armes vorträgt. Vasile Vogel. Vasile Vogel schwebte über uns, schrie durchs Sprachrohr: Ich schwebe über euch, ich bebe vor Ekstase, hob den Flügel an die Stirn und flog davon, ich war allein. Sah durchs Fenster den Garten Eden im Nebel, sah hinunter, sah hinter der Schwelle die Porzellanfrauen tanzen, war tief gerührt von ihrer Zerbrechlichkeit. Niemand schwebte mehr über uns. Alles erinnerte an einen alten Handschuh. Aus dem Nebel tauchte nun dunkel die Herrin des Gartens auf. Sie war noch grün hinter der Wildnis, aus der sie kam. Fast wäre der Tanz in Scherben gegangen. Aber es blieb still. Meine Liebste flüsterte: Du sollst jetzt über mein weißes Haar in den Garten gehen und das Scheusal vertreiben. In ihrer Stimme fing das Beben bereits an. Der Mörtel an den Wänden platzte, die Glöckchen klingelten. Von den Decken pendelte eine Sonne aus Schilf und Rohr. Vasile Vogel war zurück, schlug, segelte, flugs segelte er unter die Konsole. Er war aus Glas, er war aus Wachs, er fiel vom Nagel, er blieb ganz. Durch apfelsinenrote Schattenkegel trat ich in den Garten. Meine Geliebte strich sich eben durch das weiße Haar. Vasile Vogel war über mir, schwebte, stürzte ab. Ich war aus Glas, ich war aus Wachs. Fiel aus dem Nest, blieb ganz. Das Gedicht trägt das Datum 14. Januar 1994 und das war nicht der letzte Grund, warum ich es ausgewählt habe. Zunächst mal möchte ich mit der Auswahl sowohl Naum als für mich wichtigen Autor nicht ehren, das ist irgendwie, wer bin ich schon, sondern auch Pastior in unser aller Gedächtnis zurückbringen. Diese übersetzerische Leistung ist eine Eigenleistung, ist beinahe ein eigenes Gedicht. Dieses Datum hat möglicherweise, ich hatte diesbezüglich Gelegenheit, mich mit Ernest Wiechner, der die Werkausgabe herausgegeben hat, erschienen bei Urs Engler Editor 2006, mich auszutauschen. Und die Idee von Ernest Wiechner war, es wird sich um ein Erdbeben gehandelt haben. Ganz einfach, es wird ein Erdbeben gegeben haben in der Umgegend von Bukarest. In der Nähe von Bukarest wohnte Naum und dem kamen wir nicht auf die
Schliche, beziehungsweise diese Spur hat sich als kalt erwiesen. Es gab kein Erdbeben. Also so einfach ist es dann nicht. Das weitere Recherchieren ergab, dass an diesem Tag die Anarchistin und Autorin Federica Monseny gestorben ist, die nicht nur eine große Anarchistin war, das rote Fädchen zieht sich weiter, sondern auch Gesundheitsministerin in der Zweiten Republik und dort sowas wie Waisenhäuser eingerichtet hat, auch Abtreibungen legalisiert hat für Frauen in der damaligen Zeit. Da war Spanien, denke ich, Vorreiter. Also um jetzt nicht zu weit herauszukommen, diese Spur, es lohnte sich, dem nachzugehen. Es war aber nicht zu überprüfen in der Schnelle, ob Naum mit ihr korrespondiert hat vielleicht sogar oder sie sich getroffen haben. Das war nicht möglich. Und was sicherlich eingeflossen ist, an diesem Tag gab es ein Gipfeltreffen zwischen Clinton und Jelzin, um jetzt aber gleich auch wieder zum Text zu kommen, in dem beschlossen wurde, dass der Kalte Krieg oder zumindest mal die gegenseitige atomare Abschreckung ein Ende haben soll. Auch wiederum Geschichte heutzutage. Diesen Sinnüberschuss hat uns Gelu Naum mitgegeben. Ich habe das herausgeholt, was man als Detektiv, als Laiendetektiv ad hoc machen kann. Man ein paar Spuren nachverfolgen. Das Datum allein hebt dieses Gedicht heraus aus dem Zusammenhang der übrigen Texte. Wenn wir uns den Text selber nochmal ansehen wollen, sind es für mich ganz klar die Bilder. Der Sprachklang, das hat man durch die Lesung von Ernest Wiechner gehört, zeigt eindeutig, es handelt sich um nichts anderes als ein Gedicht. Das ist im Deutschen nachzubilden nicht ohne weiteres möglich, weil wir nicht so viele schöne Folgen von Vokal und Konsonant haben, wie diese romanische Sprache, rumänisch und die es ist mir auch nicht möglich gewesen, das im Original in voller Gänze auszukosten. Das ist schon die Übersetzung gewesen. Und die überzeugt mich durch die Bilder, einerseits mythologisch, dann privat mythologisch, dann auch ein Märchenton, der angeschlagen wird. Der Vasilevogel, gut möglich, dass es der Feuervogel war, wiederum ein im russischen Kulturkreis zu verortendes Märchen, aber auch im Tschechischen gibt es den Feuervogel. Also sicherlich eine Art Umschreibung, Umdeutung. Man darf nicht vergessen, Naum ist jemand, der dem Schreibverbot unterlag oder zumindest dem Publikationsverbot. 1968 durfte er wieder publizieren, war vorher als Übersetzer, Kinderbuchautor tätig, also einer der Aushaltenden, ein Märtyrer des Surrealismus, den ich nach wie vor ähnlich wie den Expressionismus noch nicht als eingelöst sehe. Da gibt es noch sehr viele offene Fragen gibt es immer, offene Fragen, aber die Bildgewalt, es nimmt mich immer wieder aufs Neue für sich ein, dieses Gedicht. Schon in der Übersetzung, weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich finde es ganz großartig. Ich würde vielleicht noch, ohne es zu wissen, eine ganz einfache Erklärung für dieses Datum angeben. Bitte. Es gibt ja viele traumartige Texte. Könnte das nicht einfach ein Traumdatum sein, was er hiermit angegeben hat, auch wenn es bei vielen anderen Texten eben nicht zu lesen ist? Aber warum es dann herausheben? In dieser Sammlung gibt es nur ein weiteres, das sogar verortet ist in Berlin und Joachim Sartorius gewidmet ist. Also mit diesem Text wird es schon ein bisschen mehr auf sich haben. Also ich hatte auch diese Möglichkeit in Betracht gezogen, dass es so eine Art Tagebuchnotiz darstellen soll oder einfach die Quelle angeben soll. Aber ich denke, es steckt ein bisschen mehr dahinter. Ist aber tatsächlich nur ein Bauchgefühl, gebe ich zu. Ich glaube, wir gehen gleich weiter zu Anja Uttler in die 2000er Jahre. Wir haben es eigentlich zu tun mit einem Zyklus oder einer Verflechtung, wie sie das Ganze nennt, in neuen Teilen und können jetzt aber nur in Ausschnitten hören, warum es da geht. Also das hat es nicht den großen Zugriff, den großen Bogen, wie wir ihn jetzt bei Gelu Naum gehört haben, sondern wir müssen jetzt auf die morphologische Ebene hinunter zu den einzelnen Silben und zu den genauer gearbeiteten Brüchen. Was fasziniert Sie an diesem Zyklus? Ja, also der Zyklus von Anja Uttler von 2004 in Münden, in Züngeln dann erschien. Ich glaube, der ist auch
sozusagen ausgezeichnet. Für mich war das tatsächlich auch da, 2004 ungefähr, als er erschienen ist, ein bisschen der Beweis, dass es tatsächlich geht, sozusagen sprachlich auf einer so abstrakten Ebene zu bearbeiten, wie das eigentlich, eigentlich eher in der Musik denkbar ist oder wie das eher in der Musik gemacht wird, also oder in der, speziell jetzt in der Komposition. Dieser Zyklus ist jetzt auch wieder optisch gesehen, erinnert er nicht so stark jetzt an eine Partitur, wie das zum Beispiel bei Amanda Stewart oder so der Fall war. Das liegt aber daran, dass das sozusagen überhaupt nicht das Anliegen der Sprache von Anja Utla ist, sondern da geht es wirklich um das Detail, das Einzelteil und die Installation sozusagen, also fast eine skulpturale Installation einer bestimmten Sprachbewegung. Und was ich eben bei diesem Zyklus wirklich frappierend, also was mich wirklich umhaut, ist der Auftakt, also der erste Teil. Und das ist ganz simpel und kurz. Wir können vielleicht reinhören kurz. Entgegenzustehen. Eine Verflechtung in 9 Teilen. 1. Ja, wieder und wieder entwrungen sich immer bloß Binnenmurmeln, Binnen wie versehrt werden, roh, unterm Flimmerhaar, roh. Ja, wenn ich das kurz vorwegnehmen darf, Konstantin, von dir kommt ja auch noch eine Vokalise. Und das ist im Prinzip auch hier ein wirklich kunstvoll gespannter Bogen einer Vokalbewegung. Und zwar, also fast, wenn man das so aufladen will, was ich denke, was nicht ihr in ihrem Sinne wahrscheinlich wäre, aber wirklich von A zum O, also von Alpha zu Omega, von Ja, wieder und wieder entwrungen sich immer bloß Bin, Murmeln, Bin, wie versehrt werden, roh unterm Flimmerhaar, roh. Sozusagen, es ist wirklich eine fast so permutativ gearbeitete, fast, würde ich sagen, wirklich logische Bewegung einer Vokalwanderung sozusagen. Und das, finde ich, überstrahlt sozusagen diesen gesamten Zyklus, der danach sich sozusagen auffaltet und in dem Sinne sozusagen ein bisschen das ganz abstrakte Feld verlässt und auch Angebote sozusagen, also semantische Angebote sozusagen macht. Aber der erste ist wie ein Motto oder auch eine Form, ein Formvorbild, so, das über dem Ganzen sozusagen als Anweisung steht. Und das Wort Anweisung, finde ich, passt auch zu der sonstigen Gestaltung. Es gibt immer sozusagen einen Block, neben dem dann links so Verben stehen, wie zum Beispiel vernehmen, zerfurchten oder lösen, sich eingraben. Das hat dann auch oft was von, also man könnte es so verstehen wie eine Spielanleitung, ja, oder eine Überschrift. Ich dachte auch zuerst noch mal eine Überschrift. Ich hatte diesen Zyklus schon lange nicht mehr vor Augen. Eine Verständnisfrage habe ich, und zwar schon im zweiten Teil, vernehmen, zerfurchen. Ist in der dritten Zeile nach dem Doppelpunkt zerklüftete Höre. Ist Höre noch irgendwas anderes als dieses umgangssprachliche, diese Neubildung zu Schreibe, beziehungsweise diese Parallelbildung zu Schreibe? Denn das ist nun überhaupt nicht zerklüftet. Das Schriftbild ist zerklüftet. Die Art und Weise, wie Anja Utla das vorträgt, ist ja nun gerade das Gegenteil von das Zerklüftetheit. Nee, das ist nicht zerklüftet, das soll auch nicht zerklüftet sein, glaube ich, weil es da wirklich nicht darum geht, das im Amanda Stewart-Sinne sozusagen plastisch zu machen, sondern sie ist einfach
sozusagen extremes Beispiel von extremer Präzision und Sorgfalt. Und deswegen finde ich das auch logisch, dass sie sozusagen in ihrer Artikulation sachlich bleibt, sozusagen neutral. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat sie ja auch eine Sprechausbildung mal gemacht und beschäftigt sich sowieso sehr, sehr stark damit, mit diesen Fragen. Und da nimmt sie sich sozusagen zurück und versucht es sozusagen einfach möglichst verständlich sichtbar zu machen, die Aufspaltung in die Silben, damit man es dann eben auf dieser Ebene rezipieren kann, so würde ich sagen. Und was das jetzt, worum es da jetzt genau geht, also in diesen immer, also sich weiter intensivierenden Blöcken, es ist jetzt halt, es führt leider wahrscheinlich zu weit oder wahrscheinlich ist die, haben wir da nicht genug Zeit, aber es ist auf jeden Fall, würde ich jetzt beim wiederholten Lesen sagen, auch wieder eine Vorwegnahme von etwas, was jetzt so ganz aktuell geworden ist, so Echo-Poetry oder halt ein Verständnis dafür, dass wir als Menschen, als Entitäten eben auch vielleicht posthuman denken einerseits, aber andererseits auch uns nicht allzu stark von den Tieren abheben und setzen sollten, sprich der Landschaft oder der Umwelt, der Vegetation, der Natur. Sie hat mal an einer Stelle gesagt, in einem auch empfehlenswerten Essay-Sammlung, Speziesismus ist billig. Ja? Genauso wie Sexismus oder Rassismus ist Speziesismus halt billig. Insofern würde ich auch meine ursprüngliche von 2004 Lesart, dass es hier um ein Ich und ein Du geht, während es noch im Auftaktgedicht wirklich nur um dieses Ich geht, was sich womöglich aufspaltet in mehrere Ichs oder eine Selbstanrede, wird es dann später, gibt sozusagen, es wird ein Du eingeführt. Es gibt sozusagen diese Dualität zwischen Du und Ich. Die ist aber vielleicht, die führt gar nicht weit genug, wenn man das jetzt als ein Zwiegespräch oder so interpretiert, sondern ich glaube, dass es da wirklich geht um Verschmelzungsvorgänge, vielleicht sogar Verwesungsvorgänge, habe ich gedacht, aber auch Kreuzungen, also wirklich im biologischen Sinne, im botanischen Sinne Zucht, sozusagen, also wie eine Wortzucht oder eine Vorstellung von Genese halt, einer bestimmten, die darüber hinausgeht, ob das jetzt ein Mensch ist, der spricht, oder ob es um einen anderen Menschen geht, ob es eventuell ein Liebesgedicht ist. Man kann das sozusagen auch als körperliche Auslassung sozusagen über eine Umarmung oder sowas, eine Studie eines menschlichen Körpers, die dann sozusagen anhand von Landschaftsmustern oder Merkmalen beschrieben wird. Aber vielleicht ist sozusagen der interessante Kippmoment der, dass man sagt, es ist überhaupt nicht interessant, ob man unterscheidet, ist das jetzt eine Landschaft, die beschrieben wird, oder ist das ein Mensch? Bei Ulf wolltest du es schon wissen. Nein, jetzt Scherz beiseite. Vegetation ist das Thema. Und die Zurichtung von Vegetation, auch die Erforschung, Linné, es kommt ja auch ganz viel Fachsprache rein. Es kommt auch Fachsprache. Und es wäre fürchterlich, wenn sie beim letzten nicht diese Leseanweisung weglassen würde. Dann wäre es nämlich bis zuletzt ein Florilegium und ein Zurichten, ein meinetwegen mit hochpoetischer Sprache, zugreifen und Staunen verbalisieren, was sich aber dann dieser, letztlich bedeutet das ja botanisieren, das rausreißen, zerstören. Und hier, das lässt sie weg. Das lässt sie ganz, am Schluss lässt Anja Utler das weg. Wir sind dann auch schon sehr in der menschlichen Sphäre. Und diese Zugriffe, die dann übergriffig wären, die lässt sie weg. Deswegen bis zum Schluss intensiv. Und dieses Lied ist natürlich gesprochen, weiß man nun gar nicht. Ist es das Augenlied oder das, was so schön klingt? Diese Finesse im deswegen ist es interessant, dass es dreimal kommt. Sekundäre Oralität, die sie da bewusst inszeniert und nicht, das passiert nicht, sondern es ist von vorne bis hinten durchgeplant. Das ist ihre bleibende Leistung. Da wird noch sehr viel kommen. Also bei dem letzten, da wundere ich mich jetzt auch, dass ihr dann nicht auch sofort den Ben dazu holt und die Ophelia und
Und sozusagen das Schilf und der verwesende Körper im Schilf und so weiter, das könnte man machen. Aber ich glaube, auch das ist sozusagen nicht die interessante Brille an der Stelle. Ja, das ist bestimmt da als Referenz, aber ich weiß eben auch nicht, inwiefern dieser Bewegungsvorgang, ich würde den nämlich eher wirklich zyklisch verstehen und nicht, dass er von A nach B geht. Deswegen weiß ich nicht, wie stark ich das bewerten würde, dass am Ende die Überschrift fehlt, ob das da wirklich sozusagen zu etwas hingekommen ist, zum Lied meinetwegen oder so. Sondern es geht schon darum, glaube ich, durch diese Sprachform sich so nah an die Bewegung ranzuzoomen, dass eventuell der Blick obsolet ist, was es im Großen und Ganzen dann ist oder bedeutet. Sondern es sozusagen im Kleinen, in dem speziellen Ausschnitt, mit dem man sich da gerade beschäftigt, einfach so ganz evident ist und ganz, ganz unhinterfragbar da. Ja. Ich kann Ihnen nur empfehlen, auf Lyriklein den ganzen Zyklus einmal in Ruhe zu lesen und zu hören. Ja. Also ich finde schon signifikant die Unterschiede zwischen Schriftbild und Hörbild. Da müsste man länger drüber nachdenken. Und ich finde den Hinweis aufs Posthumane völlig richtig. Also das ist so avant la lettre. Ich weiß gar nicht, ich könnte es jetzt nicht genau datieren, aber dafür ist es wirklich früh. Ja. Man muss sagen, Anja Utler nimmt auch an diesen Diskursen, die an der Ostküste schon ein bisschen fortgeschritten sind, teil. Eco Poetics, das hat sie Ende der Nullerjahre in der Edith, ich weiß nicht in welcher Nummer, vorgestellt. Ja. Also da ist sie einfach sehr dran an diesen Diskursen. Ja. Ganz anderer Ton, ganz anderer Mann, Kraus, den wir auch noch nie hatten, Jahre 1971. Dann wird es aber Zeit. Ja, wahnsinnig produktiv und scheut auch vor keiner Art der ausladende Selbstdarstellung zurück, zumindest auf seiner Website. Mhm. Und da steht zum Beispiel, das zitiere ich mal schnell, Kraus kombiniert Provinzialität und Weltläufigkeit auf eine Weise, die der Erfahrung der Bundesrepublik auf ihrem Weg vom zerfaserten Nationalstaat zur Globalisierung entspricht. Die Stadt wird zur Haut des Dichters, zu seinem Auge. Kraus liegt damit ganz in der Linie der von Baudelaire initiierten lyrischen Moderne. Das ist jetzt natürlich Ironie und es ist aber doch nicht Ironie, weil sie will sich in sich selbst überholen. Ist auch eine Verneigung. Es ist auch eine Verneigung vor der Tradition. Man muss aber nicht der Tradition sich unbedingt auf den Knien nähern. Es gibt Vertreter, die Namen erspare ich uns allen, die das so tun, verehrungsweise. Das macht Kraus nicht. Kraus verwandelt das an. Er nennt es Remixes. Er erklärt es auch zu den. Wir hören gleich einen solchen Remix. Er erklärt sogar den Titel von Kraustrophobie, nie vergriffen, da Book on Demand. Erklärt zu den Remixes sind literarische Bearbeitung in Form einer Texterweiterung oder Verknappung mittels Übertragung audiovisueller Verfahren auf Literatur. Das war damals 2001 noch relativ neu. In der jüngeren Szene sowieso noch nicht so bekannt gemacht oder durch die noch nicht so bekannt gemacht. Beispielsweise Samplen, Schneiden, verkettetem Wiederholen von Eigen- und Fremdmaterial. Samplen ist nicht Zitieren. Kraus ist sehr präzise. Man kann sich auch schnell mit ihm zerstreiten, sehr sachlich, aber doch. Remix-Literatur ist weder Nachahmung noch Parodie. Remix und Original unterscheiden sich durch ihre Form oder eine Sinnveränderung im Zwischenraum der Texte. Zwischenraum der Texte, da könnte ich, bei anderen würde ich schreiend davonlaufen, bei Kraus höre ich zu, weil ich glaube, er weiß, worüber er spricht. Neuabmischungen von Texten verfügen über einen eigenen Sinngehalt und sind gleichsam ohne Originalverständnis rezipierbar. Das ist der Unterschied zu den Traditionalisten. Ich liebe Rilke, aber ich finde es schön, dass man Kraus auch und Brecht auch, mit Rilke hat es Kraus nicht so vielleicht, was wir gleich hören werden, ist eine Verarbeitung unter anderem von Brecht aus den Bukower Elegien, ein Zyklus, den man gar nicht überschätzen kann. Das ist nicht dieses Schülerhafte, Ephebenhafte. Das wollten diese Leute nicht, weder Rilke noch Brecht noch irgendjemand anderes. Und das Gedicht heißt, wie bei Brecht, auf dem See.
Und das ist ein Zyklus. Wir hören daraus nur die Abendrot-Nonstop-Version. Hoch über dem See drückt schwül der Dunst und ich sah einen Kahn. Der Tag war heiß, war auf dem Weiher am Abend im Pavillon. Die Wellen wiegen ruhig, ein weißer Kahn, und ich sah einen Kahn auf dem Weiher durch die Weide in Sicht, im Heck zwei Männer. Der Tag war heiß und wolkig, und Sturmstrenge herrschte die Nacht an, Nachtwolkenanprall, nackt im Pavillon. Und ich sah Schilf, und es richtete die Segel auf, im Heck zwei Männer, Zungenblatt. Zur Seite schweigend ihre Kleider, den roten Hals im Wasser schwarz im Schattenrachen, der Nahrung entgegen, der Tag drückt schwül die Luft, beschattet noch, hoch über dem See. Ich schwöre, ich sah Vogelaufschwung, Zungenblatt, im Schattenrachen, Augenschräge, Sturmstränge. Und ich sah einen Kahn auf dem Weiher, an seiner Ruderbank, aus vollen Kräften rudernd, ein Kind. Und ich schwöre, ich sah einen Kahn auf dem Weiher am Abend. Ein Kind, was sinkt mein Auge nieder und im Heck zwei Männer, Zungenblatt. Zur Seite schweigend ihre Kleider und den roten Hals im Wasser schwarz, im Schattenrachen bespiegelt sich die reifende Frucht. Und ich sah Schilf und es richtete die Segel auf. Und ich schwöre, ich sah Vogelaufschwung. Und ich schwöre, ich sah Vogelaufschwung. Hoch über dem See, der Tag und wolkig, Himmel an, den Abendüberschall. Sicherlich nicht nur Brecht, angereichert auch, es wird sogar ganz, ganz philologisch genau aufgezählt, was da alles in diesen Zyklus Eingang gefunden hat. Ich bin nicht jeder einzelnen Spur nachgegangen. Wichtig ist, oder für mich wichtig war festzustellen, das ist nicht epigonal, das ist nicht, da zieht nicht jemand Federn aus anderen raus, steckt sie sich an. So ein bisschen eine Kritik in diese Richtung. Die Selbstdarstellung mag das eine sein. Bei Kraus weiß ich nicht, ob man, muss man das nicht so machen? Also wenn man damit Geld verdienen will, es ist wahrscheinlich unerlaubt, darüber zu sprechen, aber mit Kraus kann man sehr gut über Geld sprechen. Das kann man mit vielen Dichterinnen und Dichtern nicht. Mit dir kann man auch gut über Geld sprechen, nur weil ich dich jetzt angesehen habe. Diese Art halte ich für sehr typisch, diese Art Texte zu machen für Anfang der Nullerjahre. Und ich finde, was Kraus gemacht hat, kann man sich heute noch antun. Das ist nicht, kann ich nicht von allen seiner Alterskohorten Genossinnen sagen. Ja. Es ist unheimlich lässig. Ich bewundere das, wie er das geschafft hat. Ich habe das nicht so gelesen, aber du hast recht. Und deswegen finde ich es auch so obsolet, diese Referenzen jetzt alle aufzuzählen und so weiter, weil das setzt sich so ein bisschen drüber hinweg in diesem leicht bekifften Gestus von Wiederholung und nochmal neu ansetzen und dieses selbst so schaukelnde. Und dass er dann am Ende auf dieses, und ich schwöre, ich sah Vogelaufschwung, ich schwöre, ich sah Vogelaufschwung, dass er das sozusagen in dieser exakten, das ist so ein bisschen wie Differenz und Wiederholung. Es ist immer eigentlich so ein bisschen eine, wenn man jetzt von Sample-Techniken auch sprechen würde, ne, immer so ein bisschen ein Glitch und die Wiederholung stimmt nicht ganz und setzt auch wieder was Neues in Gang und so. Und am Ende kommt er sozusagen in diese Rille und wiederholt es exakt und loopt es tatsächlich an der Stelle. Und das finde ich auf so einer, also da würde, glaube ich, meine erste Referenz, die da wäre eben irgendwie die Pop, also Popkultur, also eben genau dieses Samplen und das, ich mag ja eh den Kraus, aber das finde ich hier auch nochmal so richtig, richtig gekonnt und so einfach lässig ausgeführt. Also, ja, muss die Bukow, sagen, dass, ja, ja, die Bukow-Elegien kennt man einfach. Das genau, war mir deswegen erschien es mir auch greifbar, dieses Beispiel zu wählen. Ich hätte auch ein anderes aus diesen. Aber ich wollte unbedingt einen Remix wählen. Das ist jetzt nicht mein liebster Remix, aber es ist sehr davon schnell. Davon ist ja auf dem See, Abendrot, heißer eine, Tag. Einfach auch eine Schlagerreferenz oder also alles Mögliche ruft das natürlich. Über Schlager kann man mit Kraus auch natürlich sehr gut sprechen. Ja, genau. Also ich finde das auch hochgradig reizvoll, muss ich sagen. Und es hilft auch, den Text nochmal zu lesen, um diesen Wiederholungsstrukturen auf die Spur zu kommen. Wenn wir jetzt beim Brecht nur bleiben, das ist eine ganz unschuldige Frage. Es ist ja überhaupt nicht sentimental. Und es steht nach wie vor für sich und altert gut, sage ich mal. Das eine oder andere nicht, aber vieles schon, ja.
Aber die, weil wir von den Bukowo-Elegien jetzt mal reden, da, ja. Andere Texte sind andere Texte. Aber was für ein Effekt wird uns da in dieser Extended Version, in dieser Remix-Version hier geliefert? Collage, wenn man bei der Lektüre der Brecht-Bilder was vor Augen hatte, bekommt man das nochmal vor Augen gestellt. Es ist natürlich eine Verneigung vor der genauen Arbeitung. Die Zeilenbrüche sind fast immer wie bei Brecht. Brecht ist im besten Sinne ein Rhetoriker. Hm. Er weiß, wie man effektvoll sprechen muss. Es wird dieser gute Geist, der Brecht wohl dann auch war, zumindest mal so, wie er es schriftlich niedergelegt hat, wie er es dann selber in der Aktio ist. Brecht vielleicht stimmlich nicht immer der absolute Knüller. Das ist bei Kraus auch wiederum die Stimme. Was ist der Effekt? Der Effekt ist, dass man einen fremden Text, den man als fremden Text hört, durch diese Stimme eingemeindet sieht. Das ist, wo wir jetzt über Stimmen bei Barbara Köhler und eigentlich viel zu wenig bei Anja Utler gesprochen haben. Das ist eine Eingemeindung durch Stimme. Das ist eigentlich eine Nachstimmung. Das ist fast eine Übersetzung. Übersetzung hat aber so was Semantisches von, ich erkläre euch jetzt mal das Gedicht, diese Bukowo-Elegie von Brecht. Das meine ich damit nicht. Eine richtige Eingemeindung, in sich aufnehmen, aber nicht im Sinne von, ich rezitiere es und bin dann ganz stolz darauf, dass ich es jetzt so rezitiert habe. Aber vielleicht lässt er uns an so einem lässigen Lesevorgang auch teilhaben. Also an so einer bestimmten Form von... Ich kenne also Kraus so, deswegen, das ist natürlich auch immer gefährlich, wenn man dann mit so einem leicht biografistischen... Naja, so würde ich es halt auch lesen, wenn ich ihn nicht kennen würde. Im besten Fall, aber bei Ihnen kam das nicht, daher die Rückfrage, daher nochmal meine Rückfrage zu der Rückfrage. Doch, ich frage mich nur, ich glaube, es ist gerne als Originaltext einfach so wahrnehmen, ja, und... ich lese auch noch gerne Brecht, zumindest manche Texte, und frage mich, was bringt, das, ich meine es viel weniger kritisch, als es jetzt ankommt, aber warum das lese ich mir den Kraus noch dazu? Weil er die Motivik von Brecht aufnimmt. Ja. Und weil er nicht nur von, also es ist ja kein Brecht-Hymnus, kein Hymnus auf Brecht mittels der Buchstaben oder der Worte von Brecht, sondern das ist ja ein Sample. Das Wort Sample kam ja schon. Das ist wirklich das Wort dafür. Mhm. Ja. Nicht nur Brecht, aber eben man findet Brecht in einer Gesellschaft wieder, in der man ihn erstmal nicht vermutet hätte. Also wenn man ihm was zugestehen müsste, Kraus, oder diesem Text, dann, dass er hervorragend kollagiert ist. Ja. Und das ist gar nicht so wenig. Und dann gibt es ja vielleicht noch Durchblicke zu was, wo ich zuerst die Assoziation zu hatte, zu chinesischer Lyrik, ja, der Abend, die Dämmerung, der Kahn auf dem See. Und das ist ja für Brecht wieder selbstverständlich. Aber man hat da sozusagen die ganze Schiene durch die Jahrtausende hindurch. Aber das auch die Fototapete. Ja, auch, Das wäre wiederum Appropriation und das vermeidet er ja, indem er dieses Glossar hat und sagt, nein, genau das, nur daraus habe ich es gewonnen. Ja. Weiter zu einer Frau aus der Karibik, zu M. Norbese Philipp, eine, die in Toronto lebt und dort auch Anwältin ist, aber in den letzten Jahren, glaube ich, vor allem als Dichterin aufgetreten ist. Und dieses Song, was Sie mitgebracht haben, ist, glaube ich, Ihr berühmtester Text mittlerweile. Ja, also was man eben zu dem Song-Konzept vielleicht als erstes wissen muss, ist, dass es um ein, also es ist sogenannte Appropriation Art. Es gibt eine Vorlage, die das sprachliche Material für alles generiert, was in diesem Zyklus sozusagen enthalten ist. Und zwar geht es da um einen Text, der nur zwei Seiten lang ist. Das ist der Fall Gregson versus Gilbert. Das ist ein zwei Seiten langer Text, aus dem Jahr 1781, beziehungsweise in dem Jahr war der 1783 ist dieser sozusagen dieser Fall dokumentiert. Und worum geht es? Es geht um ein Sklavenschiff mit dem Namen Tsong, das 1781 von der afrikanischen Westküste aufgebrochen ist Richtung Jamaika. Und 470 Sklaven, sozusagen als Ware, voll versichert,
an Bord hatte. Dann aber statt der 6 bis 9 Wochen aufgrund von Navigationsfehlern des Captains 4 Monate brauchte. Und eben dazu führte, dass das Wasser knapp wurde. Da haben sich sozusagen aufgrund dieser Situation auf dem Schiff Leute, die als diese Ware deklariert waren, umgebracht und teilweise verdurstet. Also 60 sind verdurstet, 40 haben Selbstmord begangen. Und 150 sind sozusagen aus Kalkülgründen, aus Berechnungsgründen von der Crew ins Wasser gestoßen worden, also umgebracht worden, weil sie sozusagen darauf spekuliert haben, dass ihr Warenwert, also eben als vollversicherte Ware, von der Versicherung dann gedeckt ist, wenn sie umkommen, sprich die Ware zerstört wird und nicht eben verenden sozusagen. Das war dann die Entscheidung für diesen 150-fachen Mord. Und das hatte so ein paar, das hatte natürlich groß Furore gemacht, hat dann auch in England, glaube ich, indirekt zur Abschaffung der Sklaverei auch geführt. Das ist ein sehr großer Bogen. Es geht eben vor allem um die Gerichtsverfahren danach, die im Anschluss stattgefunden haben. Und da ist eben sozusagen nach Berufung, Streit und so weiter der letzte, wenn ich es richtig verstanden habe, das letzte Dokument, was sozusagen zu diesem Fall besteht, dieser Gregson versus Gilbert Fall, der eben auf diesen 2 Seiten eindampft, worum es in diesem furchtbaren Fall 150-fachen Mord ging. Und Nobisi Philipp hat sich eben damit beschäftigen wollen, dann aber sehr lange gehadert, wie sie das machen soll. Sie ist eben Juristin einerseits, hatte da zu dem Zeitpunkt aber, glaube ich, auch schon lange eben eine Karriere als Schriftstellerin gemacht und hat sich dann auf irgendeinem Punkt dazu entschieden, dass das keine Geschichte, kein Roman, keine in dem Sinne Story werden kann, denn das ist eine Story, die must be told by not telling, sagt sie, also die muss erzählt werden, indem sie nicht erzählt wird, die kann sozusagen nicht erzählt werden, weil ja auch die Geschichte der Sklaverei in Anführungsstrichen niemals ganz erzählt werden kann. Das ist sozusagen viel zu komplex. Und dann hat sie überlegt, wie macht sie das mit diesen Mitteln aus der juristischen Sprache. Das führt sie eng mit poetischer Sprache, auch was relativ klug ist, finde ich, weil da geht es eben um Präzision, Verkürzung und so weiter. Hat dann ab einem bestimmten Punkt sich entschieden, sozusagen konzeptuell so anzulegen, dass sie diesen 2-seitigen Text aus diesem Fall jeweils für jeden einzelnen dieser Textbewegungen, es gibt da nochmal Unterteilung, aber sozusagen der erste Teil besteht aus Zong 1 bis 26. Und alles, was sozusagen auf diesen Doppelseiten passiert, hat jeweils zur Grundlage, als einziges Materiallager, diesen Gerichtsfalltext. Und bei diesen Zong 1 bis 26 arbeitet sie sozusagen mit den Wörtern, die sie da findet und arrangiert die auf der Seite. Bei den darauffolgenden Kapiteln geht es dann auch, wird sie plötzlich, bricht sie die Wörter auch auf, benutzt nur noch Fetzen und setzt die zu einer neuen Sprache zusammen, was dann auch wiederum interessant ist, weil es ja um Kolonialisierungsvorgänge geht im Englischen. Also sie im Prinzip eher findet eine eigene Sprache sozusagen damit. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und noch ganz kurz, diese Techniken eben, die sie da anwendet, da hat sie eine Beschreibung zu verfasst. Und da gibt es ein sehr ausführliches Nachwort, das sehr, sehr lesenswert ist. Wo ich jetzt sozusagen beim Lesen erwartet habe, dass sie eine Methode erklärt auf einer methodischen Ebene. Und sie hat plötzlich angefangen von Verstümmeln zu sprechen. Und sozusagen, man kann diesen Text, also sie verstümmelt die Wörter, sie
sie kastriert die Wörter. Es ist für sie auch ein Rache, natürlich ein Rachevorgang an dieser Sprache und an diesen Wörtern. Das muss man vielleicht dabei noch mitdenken. Ja, der Sprache der Sklavenhalter muss man jetzt noch der Vollständigkeit halber. Nicht nur der Sklavenhalter, sondern natürlich auch der Juristen, die versucht haben, das zu rechtfertigen, ja, und sozusagen diese Versicherungssumme rauszuschlagen und so weiter. Also das sind ja jetzt nicht nur die Sklavenhalter, die Täter. Da sind wir uns ja wahrscheinlich einig. Ja, ja, natürlich. Und davon pikanterweise gibt es sozusagen, es gibt da eine Menge so Performances, mit denen sie das macht. Sie denkt diesen Text auch sehr kollaborativ. Es gibt auch eine zweiseitige Danksagung am Anfang. Pikanterweise wurde dieses Methode, dieses Prinzip, dieses Buch in zwei Fällen sozusagen auch wieder geklaut. Also es sind zwei pikante Fälle. Eins ist eine italienische Übersetzerin, die im Prinzip nicht ihr Einverständnis gekriegt hat, weil sie es völlig anders gesetzt hat, falsch gesetzt hat sozusagen. Und ein anderer Fall ist eine junge libanesische Künstlerin in Rotterdam, hat die eine Performance gemacht, die sozusagen auf diesen Texten basiert. Und dann hat sie irgendwie 6 Wochen vor Aufführung hat sie die um ihren Segen gebeten, ohne das sozusagen... Wow. Wie eine Rücksprache zu halten. Das heißt, auf diesen Ebenen gibt es eben auch diesen Appropriationsvorgang und diese ganzen Fragen von Kolonialisierung bleiben aktuell. So, und was ich jetzt ausgewählt habe aus diesem unvorstellbaren Buch, weil das führt sozusagen jetzt hier viel zu weit, das zu zeigen, deswegen weise ich unbedingt auf ihre Homepage auch hin und auf dieses Buch und auf Lyrikline, wo Ausschnitte davon in der Übersetzung von Uljana Wolf zu sehen sind und auch Aufnahmen von ihr, wie sie das hört. Und bei allem Respekt sozusagen möchte ich das jetzt nicht selber lesen, sondern das mal einblenden gerade, damit man sieht, wie diese Materialisierung im ersten dieser Fälle sozusagen vor sich gegangen ist. Und die Sprechbewegung ist sozusagen ein Stottern, basierend auf dem Buchstaben W, sich langsam formulierendes Wort Wasser, Water. Daraus bildet sich ein Gott, Good oder Gott. Oder Goo. Water Goo, Water Good. Also dein D am Ende. Dann ein One, ein One, was zu einem, also eins, was zu einem One wird, one day. Also man könnte es auch als gewonnen bezeichnen, one day. Is one day's water und dann am Ende of Want. Was ganz wichtig ist, was ich jetzt gemacht habe, auch vergessen habe zu benennen, dass hier quasi auf der Fußnotenebene unten auf jeder Textseite von der Serie 1 bis 26 Song die Namen aufgeführt werden, derjenigen, die da geworden sind. Was natürlich auch an sich nochmal ein bestimmter aktivistischer Akt war, sozusagen, die überhaupt zu beschaffen, weil das natürlich nicht vordergründig dokumentiert war. Und das liest sie auch, wenn sie es vorträgt, liest sie diese Namen, die unten auf der Seite steht, immer grundsätzlich mit. Ja, ich will das eigentlich gar nicht zerreden. Also man könnte jetzt hier reden über so Osmose oder auch so das Wasser, das sozusagen den Körper umgibt, die Vorstellung, also eben das Wasser in diesen zwei verschiedenen Problematiken, nämlich einerseits zu wenig Wasser, sie sind verdurstet, andererseits zu viel, sie sind ertrunken. Also dieses Wasser natürlich dann die Engführung heute mit unserer Situation, dass natürlich andauernd Menschen ertrinken im Mittelmeer bei Fluchtversuchen. Und weiß ich aber nicht, wie sinnvoll das ist, sozusagen hier eng zu führen, aber das ist auf jeden Fall etwas, was glaube ich, in dieser Sprachlosigkeit oder in diesem Attempt, also irgendwie dieser verzweifelte Versuch,
diesen Vorgang zu versprachlichen, glaube ich, hier ganz gut auf den Punkt gebracht ist in dem ersten Gedicht. Wenn man jetzt weiterschaut in den zweiten oder vielleicht in den wahlweise zwölften, weil der auf Lyriklein da ist, sieht man, dass sich das jetzt eben dann immer weiter ausformuliert. Ja. Dann beschließen wir dieses Jahrzehnt mit dem Mann, den Konstantin Arbus noch ausgewählt hat. Ein junger Engländer, der leider nur 40 Jahre alt wurde, aus Brighton in London die meiste Zeit gelebt und die letzten Jahre seines Lebens eben als Postdoc hier an der Freien Universität gearbeitet hat. Sie kannten ihn offenbar auch persönlich noch. Wir können insofern einen Bogen zurückschlagen zu Diane Di Prima, vielleicht, weil sie befreundet war mit Leroy Jones, / Amiri Baraka. Ja. Und auch so eine anarchistische Tendenz bei ihm am Werk war. Er hatte sogar ein Verständnis für viele militante Aktivistinnen. Anna Mendelssohn hat geschrieben über Ulrike Meinhof in seinem Criticism, war aber auch ein interessanter Dichter. Er hätte sich aber niemals als Anarchist bezeichnen lassen. Das hätte er, glaube ich, als Missverständnis oder vielleicht sogar als Beleidigung, je nach Tagesform, aufgefasst. Dieses Buch, das ich begonnen habe auf Anregung von Norbert Lange für das Schreibheft zu übersetzen. Dann habe ich auch versucht, es an Verlage zu bringen, auch im Zusammenhang mit Mara. Großartige Arbeit geleistet, aber ein Verlag hat es nicht gefunden, wollte es nicht finden, keine Ahnung. Ich habe aus diesem, ja, Disparaten wirkt es zuerst mal, ja, es ist ein Best-of der Texte, die zwischen 2000 und 2005 entstanden sind, mit so interessanten Namen wie The Domestic Poem, The Rose, Notes on Heresy, Poisons, The Antidotes, Phil's Creed, Bernd Nickel und Document, in denen es auch um Sklaverei geht, allerdings nicht in dieser Konzentriertheit, wie wir das eben gehört haben oder gesehen haben. Ich habe aus dem Abschnitt Notes on Heresy Confessional Poetry ausgewählt, daraus wiederum nur Auszüge. Es lohnt sich, dass dieses Buch ist relativ gut zu haben über den Online-Versandhandel oder auch das Antiquariat des Vertrauens. Confessional Poetry. In 1649, the year the king was executed, a Bayeza copy stood up at the pulpit of a church somewhere in central London and swore without interruption for an hour. Clearly a lost avant-garde classic. George Fox, however, was horrified that men and women should be brought to place their religion in revealing, roaring, drinking, whoring, and the fearfulest cursing that has been heard. And a few years later, Anne Bates of Morpeth was accused of having transformed herself into a cat, hare, greyhound, and bee. I shall go into a hare with sorrow and sigh and mickle care, and I shall go in the devil's name, I, till I come home again. The hare, one of only two eatable animals ever tabooed in Britain, the hare in the saying, the shadow in the meaning. Das ist die Einleitung zu Ich habe es mit Geständnis, man könnte es ebenso mit Bekenntnispoesie übersetzt, Geständnispoesie. Im Jahr 1649, als der König hingerichtet wurde, stellte sich irgendwo mitten in London Abiasa Coppi in einer Kirche auf die Kanzel und dort fluchte er, ununterbrochen eine Stunde lang. Ganz klar ein Fall verloren gegangener Avantgarde-Klassik. George Fox war jedenfalls erschüttert, dass Männer und Weiber dazu gebracht werden sollten, ihren Glauben in Ausschweifung, Grölen, Trunksucht, Hurerei zu setzen und gar ins schlimmste Fluchen, das je ein Menschenohr vernahm. Und einige Jahre später wurde Anne Bates auf Morpeth beschuldigt, sich in eine Katze, einen Hasen, Jagdhund und eine Biene verwandelt zu haben. Ich werde in einen Hasen fahren, betrübt und seufzend und mit einem Kran
Sorgfalt und wird's tun, zu Teufels Ehr. Jawohl, bis ich wiederkehr. Der Hase, eines von bloß zwei Tieren, die in Britannien überhaupt für tabu erklärt wurden, sofern es sich um essbare Tiere handelt. Der Hase in der Redewendung, der Schatten im Bedeuten. Wir sind im vom Ton her zivilisierten Teil. Ich habe einige absichtliche Fehler eingebaut, weil dieser Text ähnlich verfährt. Das macht es beim Lesen aber dann schwer und ich musste mich sozusagen selber korrigieren, das nur als kleine philologische Randnotiz. Ich springe rein in den Text und lese eine recht schnelle Strecke und dann zwei etwas genauer gearbeitetere in meiner Wahrnehmung. Been walking from Hare's Walk to Berwick Street. Been given a piece of money, a circle of bread. Been given two bottles of ink drink to ink to make my vein a glass of poem. Been made and hurts at walking. Leave a print and scared at night for what my path may cross. Every day I say, where the hell is imp number? One way of being fantastic. Every day I sniff my nails, sky moss. Every say, how the hell are you, poet number three, with eyes stitched. And every day I walk through the door and punch my way through what ties together lips and tongue till sex is theory and time is a liquid to wash my, what time is it? It's 3 a.m. And we've all drowned. Every day I get out of town, my bracken imp will stalk his voice with flames and ropes. Every day I stay, stop burning me, as the upleap she clawed, writing and bait of Morpeth. 1673 held to a mouse a meaning. Every day she moves through the thorn fair. Every say she speak like crow meaning. Tent of a meaning. Is imp number. One is a crackle in the earth. Is hearing hair and thorn flock. Every day and days and walks through and bait in the evening. Moves over the lake dry shot a yard above. Meaning. Every day I say confess and claw. Writing a crackle, a cackle in the eye. Every say meaning is eyes, is meaning is thorn in the noise, and is every day the meaning is noise. As she moved through the fair dry shot a mile above ground, took it and sold. Lest du mal alles auf Deutsch? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Ich lese nur den letzten Teil. »1673 hielt an ihren Mund ein Bedeuten. Täglich sie wandelte durch die Dornenmesse sägliche. Sie sprach so Krähenbelang, denn Tieren kein Ich ist Kobold. Nummer eins ist ein Riss im Erdboden, ist Hasenhören und Dornenflut täglich, versiegt und wandern durch Einbeiß des Abends.« Wandelt trockenen Fußes über den See ein Yard überm Bedeuten. Täglich, ich sag, gesteh. Und Pranke schreibt einen Riss ins Auge. Sägliche Bedeuten, ich ist, aha. Ein Bedeuten ist Dornengeräusch, ist täglich. Das Bedeuten ist Geräusch, wenn sie wandelt durch den Jahrmarkt trockenen Fußes. Eine Meile überm Grund, nahm's auf und verkauft. Hexenverbrennung ist das Stichwort, aber im weitesten Sinne natürlich Heretikertum, dessen er sich sehr wohl bewusst war. Er war kein orthodoxer Marxist, er hat sich als revolutionärer Marxist bezeichnet. Keine Ahnung, wie man das für hiesige Verhältnisse übersetzen möchte. Er hat ein sehr gutes, in meiner Erinnerung, sehr gutes Verhältnis dazu gehabt, wie man an öffentlichen Orten Poesie einbringen kann. Er hat darüber auch einen kurzen, polemischen, meinetwegen, im Ton Aufsatz geschrieben und auch über seine ersten Versuche, Gedichte bei, das war vorhin, glaube ich, mal kurz die Rede davon, bei Kundgebungen. Du hattest es, glaube ich. Bei der Handy Prima waren wir genau, davon. Genau, richtig. Ja. Ganz am Anfang, so schließt sich der Bogen. Da meint er, ja, das, ja meine Beiträge, die waren so schwach wie Gedichte.
Gedichte, ohne dass er es in Anführungszeichen geschrieben hat, eine Verachtung für die bürgerliche Klasse. In England, muss man dazu sagen, ist die Gender Pay Gap und auch, dass man das nach außen trägt, dass man wohlhabend ist und aus einem bürgerlichen Umfeld kommt, noch viel stärker das Bedürfnis, das zu zeigen und auch die Spaltung zwischen Tories und alles, was als Left-Wing dann gilt. Labour ist es ja vielleicht auch nicht immer. Und er hat sich auch gegen die Blair-Labour-Partei gewendet. Und es gibt auch ein Plakat, das steht neben ihm, Blair drinks blood. Das ist also ein starker Bezugspunkt dieser Texte, ist auch der Irakkrieg, die Folterereignisse, die Horrornachrichten und dieses so tun, als sei man da im allerbesten Einverständnis mit dem Weltfrieden, wenn man da bombt und foltert. So als grobe Einordnung. Und hier auch wieder der Rückgang in die frühe Neuzeit, in der es normal war, Menschen, die nicht spurten, umzubringen, und zwar auf grausamste Art und Weise. Und diese Überblendung, Irakkrieg bzw. Hexenverbrennung, das ist natürlich ist es polemisch, aber es ist auch ungeheuer intensiv. Und es ist vor allen Dingen eine Sache, die dann verstanden wird. Es kommt an, was er meint, wie er das empfindet. Und zwar ohne, dass er irgendwie klagend das Ganze vorträgt, sondern die Wut, die Klage in die Anklage umdreht, und die Textform aufbricht, das sehen wir alles nicht so. Ist ganz viel kursiv, Zitate hat er reingebracht, alles, was er bekommen hat, der meint auch immer, stell was vor mich, egal was es ist, und ich probiere es aus. Wir schließen hier. Vielen Dank für diese kleine Erinnerung an Jean Bonny, der erst einige Jahre tot ist. Vielen Dank überhaupt für die Auswahl, die uns Bekanntschaften beschert hat, die, glaube ich, sonst nie unbedingt hier in diesem Haus hätten so schnell angekommen wären, und für die Kommentare. Und wir wollen das Ganze aber nicht schließen, ohne dass Sie noch mit Ihren einem Gedicht jeweils aus der Eigenproduktion zeigen, wohin Sie das vielleicht getragen hat. Und Mara Genschel würde anfangen und Konstantin Armes schließen. Konstantin, warst du es gewesen, den ich kurz zuvor noch in der Bar Double Bind getroffen habe und mit dem ich dort sogenannten grünen Tee getrunken hatte, dem ich erzählte, anders als hier seien in der Bay Area von San Francisco die Poets richtig, richtig arm und dafür seien sie aber alle Activists. Wir sprachen nicht aus, dass ich das Gegenteil von beiden war. Ne? War ich überhaupt Dichterin? Weißt du noch, wie mein schon leicht ergrautes Haar elegant über den Tischrand floss, während mein Blick bei den Wörtern Poet und Activist aufrichtig funkelte? Da musstest du los. Auf der anderen, der unbeleuchteten Seite der Straße stand dieser Text. Ich sah ihn erst, nachdem ich ihn gehört hatte. Er stand in einem Inselchen, in einem selbstgespuckten Ozean aus Schleim. Er baute diesen Ozean beharrlich aus, während ich ihn beobachtete und überlegte, was ich mit ihm anfangen soll. Wahrscheinlich sprach er eh kein Deutsch. Der Text spuckte weiter vor sich hin in so einem ziemlich ungerührten, ziemlich tighten Rotz-Klatsch-Pattern. Das Inselchen, auf dem er stand, wurde kleiner und kleiner, während der Ozean um ihn im Verhältnis immer größer und größer wurde, anschwoll. Hinter mir strahlte sehr weiß und einsam das leere Schaufenster der Bar Double Bind. Ich schaute zwischen beiden hin und her. Text, Bar, Bar, Text, Bar.
war. Ich sah mich um. Ich war allein. Ich hatte ewig nichts geschrieben. Niemand sah, wie ich ihn mitnahm. Hier ist er. Ich möchte aus der Regel, Stichwort Anarchismus, ganz kurz ausbrechen. Ich werde noch einen Einspieler nachliefern. Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, einen Kollegen aus Island namens Elias Knörr vorzustellen mit einem ganz kurzen Gedicht. Das Original hören wir, beziehungsweise wir sehen Elias, wie er das in Reykjavik an einer paradigmatischen Stelle zelebriert, möchte ich sagen. Bjöllur hlæja tímana í loftinu og meðan vonlausir munkar sleikja svörtu mjólkina í handritunum. Bænir ryðja himinin og meðan hálsin tegist há, og verður klökkutur. Dazu zwei Übersetzungen, einmal Seite mit AI, einmal mit EI geschrieben. Zuerst die Seite mit AI, Seite 5. Bölleruhr bleiert Manner je oft genug, ach Methan, hofflausigen Mundkrals, schlenkert, schwertet Molke je, handrhythmisiertem. Beintier, Himmel ein, ach Meta, Halsteig ist hacht, hacht, Augwürde, Klubkoturn. Seite 5. Bimbam pflügt Zeiten unter die Luft, derweil hoffnungsirre Mönche Schwärze schlecken im Handschriftporzellan. Gebetsklarer Himmel, wofern Hals sich versteift, hoch und wird's ein Glockenturm. Das abschließende Gedicht hat den Titel Vocalise. Mara möchte es vielleicht mit mir zusammen. Ja, sagen wir mal, du hast mich drum gebeten. Ich habe dich drum gebeten und du hast auch jetzt nicht gesagt, dass du das nicht möchtest. Ich mache es gern. Vielen Dank. Vocalise. O, U, I, E, E, I, E, A, E, A, I, E, A, I, E, U. I-E-A-O-E. I-O-U-U-E-E-A-E-U-E-I-A-E-I-E. E-I-E-E-O-O-E-O. Vokalise. Kommst du ins Expertise-Alter? Mach mit der Karriere Schluss. Siehe Karfreitag. Hieß schon Bruch, süß den E, Le Fant gegenüber im Franz, Wilsischen Zimmer schwebt, ei, ein Dirigententool, oh, ne Stock. Vielen Dank für die Einladung. Ja.